Dann Wunderbar. will ich gleich nochmal alle Webinar-Teilnehmer begrüßen an dieser Stelle. Es strömt noch zu, der Zulauf ist noch da, das ist wunderbar. Wir haben ja auch erst kurz nach drei Viertel der Beginn zum heutigen JFD Live-Event. Freut mich auf jeden Fall, dass wir das heute wieder initiieren, hier im Juli, Ende Juli. Und wir wollen mal sehen, dass wir hier trotz der Sommerlethargie das ein oder andere, ja, initiieren können. Freue mich heute, dass Dirk Hilger hier Initiator, Erschaffer und ja, Namensgeber auch vom StereoTrader-Tool heute zugegen ist. Wir hatten schon mal unlängst die Ehre in der Vergangenheit und deswegen freue ich mich eigentlich auch sehr, sehr, dass wir heute hier nochmal zusammen auf die Märkte schauen. Im Sinne des JFD Live-Events natürlich der Fokus Markt-Action. Und da wird uns Dirk heute sicherlich ein paar Einblicke liefern, um sozusagen zu zeigen, wie er hier vorgeht, was er so treibt, was er mit seinem Tool da anstellt. Und ja, Dirk, da will ich doch gleich mal fragen, hast du heute irgendwelche Erwartungen, weil du vorhin schon sagtest, Frühaufsteher, hast du den Markt schon in aller Früh gescannt oder wie? Ja, sicher. Ist ja morgens immer so auch die, also erstmal auch guten Morgen hier von meiner Seite, mal so als offizielle Begrüßung. Absolut, Ein absolut. bisschen Anstand darf man ja auch zeigen. Natürlich, Dirk. beginnt bei mir natürlich morgens immer, abgesehen vom ersten Kaffee, dann natürlich auch mit dem Blick, was ist über Nacht passiert und vor allen Dingen natürlich auch, was könnte heute passieren, weil ohne Idee geht es ja nicht. Und ist ja jetzt auch in letzter Zeit bei mir so ein bisschen Usus geworden. Ich habe jetzt auch eine eigene Facebook-Gruppe am Start und da halt eben auch vor 8 entsprechend auch was einzustellen und so, dass man auch entsprechend die erste Reaktion möglicherweise dann davon ableiten kann. Klar, also das ist natürlich immer mal das Erste. Und oft ist es aber eben so, dass ich mir dann zwischen 8 und 9 das auch angucke, es sei denn, es gibt irgendwie einen ganz klaren Trigger und dann kann es auch schon mal passieren, dass die erste Order gleich um Punkt 8 Uhr dann eben auch in den Markt geht. Das war jetzt heute aber nicht der Fall, aber generell werde ich auch jetzt gleich mal hier einen Überblick geben, wie das halt heute auf meiner Seite oder von meiner Seite aus in meiner Sicht aussieht, was passieren könnte. Und muss ja mal sagen, könnte, weil keiner weiß es. Und es ist natürlich dann jetzt hier einfach mein Job, ja, mich so gut wie möglich darauf einzustellen, ganz klar. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, ich denke mal, die Leute brennen auch natürlich drauf, mal zu sehen, was du denn da so treibst. Wir haben heute Deutschland den IFO-Geschäftsklimaindex. Ich habe gerade mal die News hier auf uns geholt. Das ist Volatilität, möglicherweise. Früher gab es da mal wesentlich mehr Ausschläge. Das werden wir mal sehen, wie es sich heute ausgeht, wenn wir dann 10 Uhr die Nachrichten bekommen. Aber da haben wir ein bisschen was. Und auch heute Nachmittag 16 Uhr noch, ihr seht es hier, aus den USA hier Verbrauchervertrauen, das könnte Action geben. Also insofern haben wir heute einen ganz guten Tag gewählt, um ja mal zu schauen, was du so treibst, weil News sind die ja nicht unbedingt, sage ich mal, oder vielmehr, du bist nicht abgeneigt dem News Trading, richtig? Eher noch viel extremer. Also ich komme eigentlich immer mehr zu der Tendenz, dass ich sage, ich sollte eigentlich nur News handeln. Wow. Also, aber dann müssen die News aber auch entsprechend sein. Also ob jetzt halt hier das ausreicht, weiß ich nicht. Von der Vola kann natürlich sein, dass ein bisschen was passiert, aber mir ist tatsächlich am liebsten irgendwie NFPs oder auch Zinsentscheid. Und da auch direkt zu handeln. Also das kann ich tatsächlich, es zeigt sich doch immer mehr am besten. Weil es ist. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so im Allgemeinen heißt es ja immer aus News irgendwie raushandeln. Raushandeln, ja, raushandeln ist auch gut. Auch gut, ja. Aus News raushalten. Ich halte es halt für einen Fehler, weil gerade deswegen, weil sich aus News viele raushalten, hat man eigentlich die klarsten Bewegungen, also am wenigsten Zickereien und es geht am deutlichsten immer in eine Richtung. Da ist halt nicht mal 5 Punkte runter, 10 hoch, 20 hoch, 30 runter. Sondern da geht es halt dann schon mal irgendwie 70, 80 hoch, 100 runter und das eben auch am Stück. Und das lässt sich sehr gut handeln. Also ich hatte das letzte Woche bei den EZBs auch gemacht und wollte da eigentlich auch ein Video dazu machen, aber dummerweise habe ich meinen zweiten Einstieg um 2 Punkte verpasst. Das hat mich sehr geärgert. Aber der erste hat funktioniert und auch das war bereits ein Ergebnis, das kriegt man sonst halt nicht. Also was man da wirklich innerhalb von ein paar Minuten dann reißen kann. Ja, die News haben natürlich gerade jetzt, sage ich mal, es war ja auch im Vorfeld eine abnehmende Volatilität, das war ja schon sehr, sehr ätzend, sowohl am Indexmarkt als auch am Forex-Markt. Muss man ganz klar sagen, da war es wirklich in den letzten Wochen teilweise ja immer sehr, sehr zäh, bis es eben dann zu dem einen oder anderen Event dann hier auch ordentliche, gescheite Ausschläge gab. Ja, wie gesagt, News Trading liegt nicht jedem, kann auch nicht jeder. Du stehst drauf und andererseits ist natürlich auch so, dass ganz klar da an diesen Zeitpunkten definitiv ja Volatilität zu erwarten ist. Und das ist natürlich das, was wir auch brauchen. Allerdings muss man natürlich damit auch umzugehen wissen und
Ich denke, den Leuten wird auf jeden Fall es von hohem Interesse sein, hier dir über die Schulter zu gucken. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Live-Tradings. Deswegen würde ich auch in Kürze den Bildschirm gleich mal zu dir rübergeben wollen, Dirk. Weil ich denke mal, du Klar. hast die Plattform schon entsprechend geöffnet. Dirk handelt auch hier bei uns bei JFD Brokers. Wie gesagt, ihr kennt es euch aus mit JFD. Ich denke, die Masse der heutigen Zuschauer sind auch unsere Kunden bereits. Alle anderen, die es nicht sind, wie gesagt, prüft euren Broker mal im Sinne dessen, wie ihr es mit euch meint, da speziell darauf bezogen, ob er auch wirklich 100% die Orders an den Markt bzw. in den Liquiditätspool gibt und eben hier nicht gegen euch handelt. Das ist ein riesen Interessenskonflikt, den es durchaus gibt. Den gibt es bei uns bei JFD nicht. Deswegen haben auch hier viele erfolgreiche Trader eben mit uns eine Partnerschaft, weil wir hier sozusagen an einem Strang ziehen. Also euer Erfolg ist unser Erfolg und wir haben keinerlei Interesse daran, dass ihr Verluste macht, die wir uns dann oder der Broker vielmehr wir nicht als Gewinn einbuchen. Das muss man immer wieder ganz klar definieren. Da gibt es in der Branche schon noch gespaltene Meinungen und da werden wir auch hin und wieder sicherlich eine Aufklärung fahren. Aber jetzt gehen wir erstmal hier so 7 Minuten vor Marktbeginn mal zum Desk von Dirk. Moment. So, lass mich das mal umstellen. Dirk, jetzt müsstest du dann die Auswahlfunktion zu deinem Bildschirm haben. Perfekt. Ich sehe den Bildschirm. Ich denke, ihr auch, liebe Leute. Und deswegen vielleicht nochmal kurz Feedback, ob das geklappt hat, weil da haben wir im Prinzip schon das, was Dirk hier schon vorbereitet hat in seiner Morning Session, um sozusagen mal zu sehen, wo der DAX hier hin driften könnte. Jetzt haben wir, wie gesagt, dann 9 Uhr DAX Xetra Opening. Das für dich, Dirk, selbst auch mal interessant. Also ich meine, der Future macht ja 8 Uhr auf, 9 Uhr dann Xetra. Du handelst ja ab 8 generell, oder? Ja, wie gesagt, ne? Also wenn es sich halt ergibt, also ich habe jetzt, also ich denke mal, es sind ja auch zwar einige hier aus meiner Gruppe mit dabei, aber auch hier einige, die jetzt meine heutige Einschätzung für heute nicht kennen. Und das hängt auch damit zusammen, jetzt auch mit der Frage, die du gerade gestellt hast. Deswegen erkläre ich das mal ganz kurz, wie ich das heute sehe. Also meine erste Einschätzung war, wenn wir um 8 Uhr über dem Bereich hier eröffnen, also 12.254 jetzt hier, aber es sind 12.000. 250 eigentlich habe ich halt geschrieben, wenn wir darüber öffnen, dann rechne ich damit, dass wir zumindest mal relativ schnell zur 272 laufen und öffnen wir nicht darüber, gehen wir runter und das Ziel sollte dann auch möglichst sein, hier unten oder kann bis darunter gehen, hier bis zum Kassaschluss von gestern. Das hat jetzt auch gepasst. Jetzt erstmal soweit, das heißt, man hätte jetzt hier, heute Morgen hätte ich natürlich jetzt auch sofort short gehen können, weil es ja eben zur Einschätzung gepasst hat. Aber ich sehe das momentan jetzt erstmal nur als Korrektiv für die aktuelle Long-Bewegung. Und deswegen habe ich es jetzt eben auch nicht gemacht, sondern mir geht es eigentlich ja darum, zu versuchen, hier einen Long-Einstieg zu finden. Nicht, weil wir jetzt natürlich, also übergeordnet sind wir im D1, also im Tageschart für meine Begriffe oder nach meiner Vorgehensweise short, also zumindest mal kurzfristig oder seit kurzem short. Klar, alles übergeordnet ist natürlich noch ultra long, wenn man irgendwie einen Blick auf den Wochenchart wirft. Oder so kann ich auch mal kurz hier einblenden. Muss jetzt hier nur ein bisschen rumskalieren. Da ist halt alles long ohne Ende. Nur weil die ja mal ein bisschen runterkommt, haben wir jetzt hier nicht ja gleich einen Crash. Das ist ja Quatsch. Das heißt, das ist schon long, keine Frage. Aber ich denke natürlich immer nur nicht unbedingt weiter als von heute bis morgen. Und deswegen muss ich natürlich gucken, dass ich die Bewegung dann halt so gut wie möglich dann halt eben auch einschätze. Im Tageschart sieht das Ganze so aus. Ja, ich denke mal, man kann es erkennen. Ich habe hier auch die Bildschirmauflösung mal ein bisschen anders als sonst. Und habe eben aber auch gesagt, wir haben einen Hammer im Tageschart. Den sieht man jetzt hier halt auch deutlich. Und das macht mich aber leider dann auch mehr wieder so ein bisschen stutzig, was Long angeht, weil der Hammer ist so ein, ja, ein Gebilde aus dem Lehrbuch. Ja, da steht immer drin, wenn unten ein Hammer ist und dann ist das ein Umkehrsignal und dann musst du Long gehen. Und das ist natürlich Quatsch. Und wie man ja auch schon sieht, also das ist jetzt natürlich hier aus dem Future letzten Endes oder beziehungsweise aus dem X-DAX der Hammer, aber im Kassa dürfte der eigentlich nicht anders aussehen oder beziehungsweise nicht wesentlich, kann ich aber auch eben ganz kurz mal öffnen, ein bisschen Zeit haben wir ja. Das ist der hier, ne? Genau. Mal gucken, wie der hier aussieht. Einfach mal kurz einen Blick drauf werfen, damit wir uns da ein bisschen in die Kassahändler reinversetzen können. Ja, aber da haben wir halt auch einen kleinen Hammer. Und ich habe das halt alles mal durch einen Backtest geschickt. Also ich bin halt jemand, ich handle halt wirklich nur Sachen, die ich halt auch irgendwo testen kann, die ich irgendwo möglichst auch automatisiert mal relativ schnell testen kann.
Und da gehört zum Beispiel der Hammer, gehört für mich ganz klar zu den Kerzen, die überhaupt nichts aussagen. Ja? Man meint ja immer irgendwie so ein Hammer, ja, Long, irgendwie Umkehr, funktioniert nicht. Also Hammer ist 50-50, mehr kann der nicht. Und ist oft eher im Gegenteil, dass wenn man so einen Hammer hat und dass die erste Reaktion dann tatsächlich dann genau eher in die andere Richtung ist. Und das sieht man hier jetzt auch gerade schon, ja, es gibt einen Hammer und was macht er? Er schiebt erstmal runter. Das ist ganz normal. Und der macht mich halt ein bisschen stutzig, was jetzt hier weiter Long angeht. Und die andere Sache, die mich stutzig macht, auch, und deswegen bin ich da halt auch jetzt erstmal so ein bisschen zurückhaltend. Wir haben hier unten die 12.137, die zeichne ich jetzt hier mal genau ein. Ups, 37, die hatte ich gestern schon auf dem Schirm. Wollte gestern halt eben auch Short und eben noch eine Etage tiefer. Die habe ich hier gar nicht eingezeichnet. Warum, frage ich mich allerdings auch gerade. Kann natürlich jetzt sein, dass ich gerade den Chart gelöscht habe, in dem die meisten Linien drin sind. Aber gut, ist egal. Und zwar noch die 12.113. Die haben wir hier unten auch noch. Die kommt übrigens, das war eine Abrechnungsmarke von entweder letzten Hexensabbat oder vorletzten Hexensabbat. Und grundsätzlich ist es ja so, dass der Kurs ja am liebsten immer dahin irgendwo läuft, wo was los war. Und an der Marke war schon ganz viel los. Das heißt, da hatten wir einfach schon viel Umsatz. Und deswegen hat die bei mir auch jetzt eine Bedeutung. Also das heißt, deswegen, ich habe eigentlich eher damit gerechnet, dass wir da runterlaufen zur 12.113 und dann hier oben hin nochmal zurück zur 137. Und was hat er gestern gemacht? Das gefällt mir halt nicht in dem ganzen Bild. Er hat kurz vorher gebremst. Also wirklich 2 Punkte hier vorher hat er abgedreht oder 3 Punkte. Und dann halt ebenso unaufhörlich dann nach oben das Ganze geschoben. Das sieht man hier halt auch im M30, gehe ich mal nochmal drauf zurück. Ja, das heißt, also hier war der Bereich gestern und kurz vorher gebremst und dann nur hoch, 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 hoch. Und dann halt hier gestern Abend noch bis zur 12.250. Und das ist eigentlich so, also nach meiner Beobachtung, wenn er sowas macht, also wenn er meine Marken nicht erreicht, die resultiert hier aus dem Tageschart übrigens auch. Und dann sehen wir die ganz oft wieder und zwar im Vorbeiflug. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig, auch jetzt trotzdem auch mit Long. Ja? Also deswegen jetzt auch hier nicht bedingungslos Long. Nichtsdestotrotz, um hier nochmal auf den Stundenchart zurückzukommen, jetzt haben wir auch gleich 9 Uhr. Nichtsdestotrotz haben wir halt hier schon eine deutliche Long-Bewegung. Ja? Also das ist leider Gottes seitwärts, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir hier irgendwo einen Korrekturpunkt finden werden und dass der halt schon erstmal nach oben zieht. Die 215 hatte ich ja hier schon drin, sieht man ja, da gibt es jetzt auch direkt die erste Reaktion nach oben. Und das passt dann immer schon mal so weit. Also was halt mir immer wichtig ist, ich versuche natürlich die Bereiche auszuloten, wo Reaktionen entstehen könnten und gucke mir die dann eben ganz genau an. 215 war jetzt so einer, weil jetzt ist ja keine Linie, die ich jetzt dazu gezeichnet habe, sondern die war ja schon da. Und von daher sehe ich auch, das war schon mal nicht falsch. Ja, wir haben direkt die erste Reaktion nach oben. Würde ich jetzt aber mal abwarten, weil hier unten ist jetzt, wie gesagt, noch das Gap. Aber um die Betrachtung mal kurz fortzuführen, also das war halt die generelle Einschätzung, also Start unter 250, Korrektur nach unten bis maximal zum Kassaschluss. Und generell halt eben auch mit dem Hinweis, dass ich mir hier eher Reaktionspunkte raussuchen würde für Long. Und aber wie gesagt, das ist unten das, was mich stutzig macht. Long auch deswegen, wenn er es macht, ja, vorausgesetzt, weil ich hier oben einfach Squeeze-Potenzial sehe. Und das heißt, also der Bereich hier, man sieht ja hier, das war ja halt der Fall vom Freitag, kann man das alles gut genug erkennen, eigentlich im Bild? Wenn ich dann einfach mal irgendwie schimpfe zwischendurch. Nee, das ist also Feedback kommt durch, ist gut, alle sind zufrieden, auch gut erkennt. Ich meine, die Schrift, also ich kann es schon lesen, kommt halt immer auf die Monitorgröße unserer Teilnehmer an, aber alles gut soweit. Und deine Marken sozusagen sind natürlich immer wieder interessant, wenn du sie, sage ich mal, touchiert sehen willst oder wie jetzt hier gerade das Level, an dem es da hier so einen punktuellen Abprall gibt. Aber du denkst nur von heute bis morgen, muss ich mal kurz fragen. Es ist jetzt nicht so, dass Genau. du swingst, oder? Also Position jetzt über mehrere Wochen vielleicht sogar hältst, oder doch? Nee, also eigentlich nicht. Also das mache ich schon mal, ja. Also das ist aber eher selten. Also wenn dann halt irgendwo wirklich ein ganz klarer Trigger ist, wo ich sage, okay, auf den habe ich jetzt irgendwie schon, weiß ich nicht, 3 Monate gewartet, dann mache ich auch mal irgendwie Positionen auf, die mal länger laufen kann. Und das mache ich dann aber eben auch auf einem Konto, auf einem anderen Konto und auch bei einem ganz doofen Broker.
Weil einfach vor Hoppala. dem Hintergrund, da brauche ich so lange, um mich einzuloggen und so lange, um an der Position was zu ändern. Bis ich das dann gemacht habe, ist die Nummer eh gelaufen. Das heißt, ich mache es gar nicht, sondern lasse das Ding dann halt auch in Ruhe. Aber jetzt hier innerhalb vom Stereo Trader tatsächlich nicht. Da bin ich halt immer nur von jetzt auf gleich, also von heute auf morgen unterwegs. Und ich sage mal so, mein Ergebnis gibt mir aber auch recht, was das angeht, weil ich halt schon versuche, immer mit 5 Punkten Stop-Loss zu arbeiten und mit dem durchschnittlichen Return von 4 bis 5. Das heißt also, 5 Punkte Stop-Loss und 20, 25 Punkte Take-Profit. Und da liegen halt eben auch die meisten Trades. Und wenn man das im Swing betrachtet, im Swing habe ich ja halt immer irgendwo, weiß ich nicht, 50 Punkte Stop, nur mal als Beispiel, und brauche dann 250 Punkte, um das Gleiche zu erreichen. Und da fehlt mir, vielleicht ist das auch so ein persönliches Ding, auch so ein bisschen die Geduld dafür. Aber wie gesagt, ich meine, solange es funktioniert, ja, gibt es ja keinen Grund, da jetzt irgendwie auch dran was zu ändern. Also weil es halt einfach vom Ergebnis viel, viel, viel besser ist. Also für mich jetzt, ja. Ja, Und ist absolut. Und natürlich auch. du gehst auch ruhig schlafen, kann man fast sagen, ne? Ja, klar. Also ich halte auch schon mal irgendwie was über Nacht und lasse es dann halt eben im Trail drin zum Beispiel. Das kann ich ja eben auch automatisiert machen. Sowas mache ich dann schon mal, wenn ich damit rechne, dass wir einen Aufwärtsgap als Beispiel bekommen. Und dann lasse ich den halt auch schon mal laufen. Also ich war halt gestern Abend halt zum Beispiel hier halt noch long. Ich wollte mich ja eigentlich für heute Morgen auch schon so ein bisschen eindecken und bin aber dann hier oben raus bei tatsächlich hier oben am Peak, halt eben wegen dieser Bewegung, die wir hier hatten. Also nach Kasser Schluss hat er hier die letzte Abwärtsbewegung auf 30 Minuten. Ich mache das nochmal ein bisschen größer. Hier war Kasser Schluss. Da ging es einmal nochmal kurz runter und dann haben wir direkt reagiert und die hat auch nochmal höher geschlossen. Und das war dann für mich auch ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, das kann funktionieren, dass der halt tatsächlich jetzt dann abends halt dann auch hier oben in dem Bereich marschiert. Und wenn er da drüber schließt, dann hätte ich den drin gelassen. Aber die Reaktion hier hat es ja dann gleich auch schon gezeigt, dass das wahrscheinlich auch irgendwie keinen Sinn macht. Und deswegen habe ich den rausgenommen. Weil ein Squeeze heißt ja nicht, dass der irgendwie am Tag laufen muss. Kann genauso gut mit einem Aufwärtsgap irgendwie passieren. Ja. Und weil natürlich hier ist so ein Bereich, ich meine, der ist ja nicht mehr zu übersehen. Ja. Also hier die Grenze hier. Also, und jetzt nicht nur, weil da halt wahrscheinlich viele Shorts sind und die alle fliegen könnten. Ja, das ist immer so ein bisschen arg viel Orakels. Klar lösen die alle irgendwann ihre Positionen auch mal auf, ja, wenn es irgendwie, wenn die Bullen halt die Überhand gewinnen. Aber eben von einer relativ viel, viel einfacheren Beobachtung, das hatte ich im letzten im NFP Live Trading halt auch erzählt. Das hat auch funktioniert und das funktioniert eben tatsächlich ganz oft. Also wenn man so eine Bewegung hat wie hier oben, ja, also die jetzt hier runterkommen, von wo sind wir da oben? 12.340 etwa oder 35 um den Dreh, geht hier runter in einem Stück, also jetzt hier auf 30 Minuten bis irgendwie 100 Punkte tiefer. So eine Bewegung, die bleibt wirklich selten unbeantwortet. Und die haben wir halt hier, wenn man das mal durchzieht, im Stundenchart habe ich die gleiche Kerze, im 15-Minuten-Chart ebenfalls nämlich, oder fast die gleiche, ich mache das mal eben aus. Im 15-Minuten-Chart sieht man das ganz genauso. Also das ist halt eine massive Bewegung. Und das sind halt einfach einige überfahren worden. Und es ist einfach tatsächlich so, dass man sowas dann auch schnell, relativ schnell wieder sieht. Und dass die Korrektur genauso ausfällt wie die Bewegung selber. Das ist wirklich, das kann man beobachten. Das passiert oft. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir haben hier definitiv Squeeze-Potenzial in dem Bereich. Das heißt, hier oben drüber. Also das ist noch so der Bereich, da würde ich sagen, okay, bin ich doch bei Short dabei. Zumal ja auch hier die 12.272, die habe ich mal hier gestrichelt eingezeichnet, weil die kann halt nochmal funktionieren. Also jetzt als Beispiel, wenn er jetzt hier in einem Rutsch drüber schiebt, ja, über den Future-Schluss von gestern und direkt da oben hin, dann sollte die funktionieren. Wenn er aber langsam hier ankommt und sich mit Schlusskursen da hocharbeitet, dann wäre ich hier oben vorsichtig mit Short. Weil dann kann ich mir echt sehr gut vorstellen, einfach auch wirklich aus der Beobachtung der Vergangenheit raus, dass wir hier in einem Rutsch bis da oben hinlaufen. Also mindestens bis zur 12.320. Und dann wird er auch hier bei der runden 100er Marke auch nicht bremsen, sondern sollte da wirklich drüber laufen. Und wenn er es übertreibt, ja, einfach wenn wir hier nämlich auf den H4 gehen, und dann haben wir ja letzten Endes das gleiche Bild. Ich habe hier mal den Future dazu aufgemacht auf der rechten Seite. Ich mache das mal ein kleines bisschen größer. Da haben wir das gleiche Bild. Ja, das sind 200 Punkte. Und je nachdem, zu welcher Uhrzeit das stattfindet, also ich versuche halt immer die Time
Konferenz ja auch zu verschachteln. Also wenn als Beispiel irgendwie, wenn wir da irgendwie um 11 Uhr oder so halt hier in dem Bereich stehen, also hier oberhalb, und um 12 Uhr wird diese Kerze fertig, also nicht diese, sondern die nächste 12-Uhr-Kerze, die nächste 4-Stunden-Kerze, kann es halt einfach passieren, dass genau diese Kerze in einem Rutsch beantwortet wird und dann stehen wir im 0, nix, eben auch wieder bei 12.403 oder 423. So, weil 423, das war am Freitag mein Ausgangspunkt für Short. Und der hat auch wunderbar funktioniert. Und dort ist halt eben auch die Short-Bewegung hat dort entsprechend auch angefangen. Und von daher rechne ich damit, dass wir da halt tatsächlich, wenn er da oben drüber geht, dass wir da auch einen Squeeze kriegen. Und mal gucken, ob das heute Nachmittag der Fall ist oder heute Morgen oder eben auch gar nicht. Ja, ich meine, noch ist er nicht da. Aber das ist erstmal nur die Idee. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, nicht nur was man macht, sondern was man nicht macht. Und gerade solche Warnungen, die ich dann schon gern mal ausspreche, wo ich dann sage, Leute, passt auf hier an der Stelle mit Short oder umgekehrt eben mit Long, das kann fürchterlich in die Hose gehen. Und die haben sich schon oft bewahrheitet eben auch. Und dann lieber einmal zu vorsichtig als irgendwie zu unachtsam und sowas übersehen. Aber Übrigens, sowas, ja, bitte. ja, der Klaus fragt gerade, ob er es richtig verstanden hat, Scalp im DAX mit nur 5 Punkten Stop-Loss. Also nicht Skype, sondern halt Kurzstrecke sogar. Ne? Also 20 Punkte, also Rekord liegt bei 176. Mit einem Letzte Woche Stop-Loss war von das, glaube fünf ich. Punkten. Ja. Das ist ja ein Vielfaches, sage ich mal. Also ich sage mal, das R Ja. ist ja exorbitant. Du kannst ja Ja. 50 Fehltrades in Anführungszeichen leisten, natürlich nicht, aber das ist natürlich enorm. Aber ja, tatsächlich, Klaus. Das heißt, der Dirk, der kriegt lieber mal Ja. eine Ohrfeige und geht mit minus 5, minus 5, minus 5 raus, versucht dann aber eben in einem Gewinntrade eben auf 20 Punkte plus da mitzugehen. Und aussteigen tust du dann strikt nach 20 oder an bestimmten Levels? Nee, an Levels. Also ich mache es halt meistens so, dass ich halt zwei Drittel am ersten erkennbaren Widerstand halt rauswerfe und den Rest dann halt eben per Trail laufen lasse oder wenn halt das große Ziel erreicht ist und dann nehme ich das da raus. Also hier mit den über 170 ist auch kein Spruch. Ich habe das letzte Woche auch in der Gruppe, also ich habe es vorher gepostet, ja, das waren eben die EZBs auch. Und da habe ich halt gesagt, ich kenne zu den EZBs, gibt es für mich im DAX exakt zwei Marken und das ist die 500. 76 oder 578, was? Oder eine von beiden und unten die 401. So, alles andere spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen hatte ich auch das Video dazu gemacht. Ich wollte es eben auch aufnehmen und bin dann erstmal long gegangen, halt hoch zu 576 und oben halt hat das Ding dann gedreht. Ich habe es halt, wie gesagt, weil ich den Trade bei einem anderen Broker gemacht habe und wo ich halt ein Hebel 1 zu 500 halt haben wollte, also weil ich ein kleines Konto speziell für die News abgestellt habe. Aber er hat, und dort war halt die Indikation um 2 Punkte verschoben. So, das war der Grund. Aber im Endeffekt hat er es gemacht. Er ist genau da oben hingelaufen, hat gedreht bei 576 und ist runter auf 401. Ja, und das war eben, und ich habe es vorher angekündigt und ich mache es halt, also mein Standardstopp ist eben, egal News hin oder her, ist halt eben immer 5 Punkte, ja. Ich lese auch So, gerade exakt. noch. Also wirklich, das ist mega, ne? Aber wenn man sowas erwischt, das macht natürlich die Faszination aus. Und die Kerze, die sich hier gerade aufbaut, ist natürlich exorbitant und es wird sicherlich gleich spannend. Der Klaus fragt noch ganz kurz, nee, Moment, Carsten war es schon, sorry, Klaus hatten wir. Wie heißt denn die Facebook-Gruppe? Ist Das aber ist Traders Club. eine geschlossene, oder? Bitte? Ist eine geschlossene Ja, Gruppe. genau. Geschlossene Anstalt. Ach, geschlossen. Nein, klar, also ist geschlossen, aber es gibt jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, die einzige Beitrittsregel ist, also Identität sollte erkennbar sein. Also es gibt da drin keine irgendwelche Companies, die da irgendwie ihren Spam verteilen dürfen. Es gibt auch keine Anonyme. Und wenn jemand dabei ist, dann ist der vorher tatsächlich dann auch überprüft worden. Einfach auch zum Schutz von den Mitgliedern, weil natürlich halt auch die Leute ja auch von sich erzählen, beziehungsweise was sie halt handeln. Und das geht ja dann auch nicht unbedingt jedem was an. Nee, Traders Club von stereotrader.net heißt die Gruppe. Und besteht jetzt noch nicht so lange, irgendwie, ich glaube, seit knapp 2 Monaten. Und ja, und dort kommen halt eben genau diese Sachen immer auch rein. Und das sind im Durchschnitt sind es halt eben auch 4 Trades am Tag. Das ist so der Schnitt, den ich jetzt gezeigt habe, waren jetzt irgendwie über 120 Trades, glaube ich, jetzt in der Zeit.
Und auch entsprechend mit Statistik, mit allem drum und dran, so dass man es auch nachvollziehen kann. Also Statistik nur über die Sachen, die auch wirklich dann rechtzeitig gepostet waren und nicht irgendwie nachträglich erklärt oder Ja, behauptet. da legst du auch Wert Also, drauf. Also, okay, du kannst ja auch ja. gern die Facebook-Gruppe mal kurz dann zeigen. Aber die Bewegung jetzt, ärgerst du dich ein bisschen, dass du da unten bei der Marke nicht rein bist, oder sagst du, das ist jetzt eben so noch ein bisschen rangig? Jetzt nochmal kurz für den Markt bezogen. Ja, was heißt ärgern mich? Ich meine, das ist jetzt halt hier auch irgendwie Webinar. Jetzt haben wir es halt ein bisschen verquatscht. Also ich hätte ihn wahrscheinlich schon gemacht. Ne? Ich meine, weil die Linie nun mal da war und ich mache es ja halt auch eigentlich immer so, oder ich behaupte ja auch immer, man kann die Dinge alle handeln, ja. Und dann auch mehrfach. Manchmal brauchst du auch irgendwie zwei Anläufe. Im Endeffekt funktionieren die Sachen ja. Und deswegen hätte ich den jetzt schon gemacht. Also eben auch mit einem Stop von 5 Punkten. Ganz normale, wenn er drunter gegangen wäre, wäre er halt drunter gegangen. Aber vom Prinzip her ist das schon richtig. Wäre es schon richtig gewesen, die zu handeln. Aber was heißt ärgern? Also da kommt bestimmt noch was. Da mache ich mir jetzt eigentlich wenig Sorgen drüber. Und wir haben ja vor allen Dingen, das ist ja jetzt gerade erstmal die erste 15-Minuten-Kerze, die hier läuft. Das sollte man auch nicht überbewerten. Passiert ist da eigentlich noch nichts, ja. Und ich versuche halt immer auch wie ich vorhin schon gesagt habe, die Timeframes zu verschachteln. Das heißt, 15 Minuten ist halt entsprechend eben nur die Teilung von der 30 Minuten und die 30 Minuten ist die Teilung von der Stundenkerze. Und auf die Stundenkerze kommt es im Endeffekt an. Und was die halt werden will. Ja, und wenn ich das hier mal nochmal angucke, ich gehe mal hier oben mal in den Stundenchart rein. Also da hatte ich ja gesagt, wir sind halt hier erstmal kurzfristig long, weil wir hier halt auch mal eine vernünftige Aufwärtsbewegung haben von gestern. Das war eigentlich die erste vernünftige überhaupt. Die zeige ich hier auch nochmal ganz kurz. Und weil hat vielleicht der eine oder andere schon entdeckt, da gibt es nämlich Fibos. Das ist übrigens so ein Ansatz, den kann man ruhig mal machen. Also man sieht ja hier, da war die letzte Abwärtsbewegung. Ja, das war nichts, das war auch nichts, weil halt eben hier die auf dem Schlusskurs nicht überboten wurde. Also vom Hoch, nicht vom Schlusskurs. Aber du arbeitest schon gern mit Und diese, Fibos, oder? ja, zur Zielbestimmung halt schon. Ich glaube halt teilweise ein bisschen anders irgendwie als viele das machen, aber. Schon, ja, klar. Ich Okay. meine, irgendwo muss man seine Ziele ja halt auch ableiten. Oder gerade wenn es in Bereiche geht, die jetzt noch nicht da waren. Und was man halt eben auch oft sieht, das ist halt zum Beispiel das Vortagesfibos, dass die schon gerne reagieren. Und wenn man halt eben darauf folgenden Tag sich in der Vortagesrange auch befindet. Und wenn die jetzt halt zu anderen Grenzen eben passen, und dann kann man das halt eben auch schon handeln. Also gar keine Frage. So, jetzt sieht man hier auch gerade, ne, so ist nichts passiert, ist halt mal hochgelaufen. So, und entscheidend ist ja, also ich komme mal ganz kurz nochmal auf die Kerze hier zurück. Das war die erste, die jetzt halt hier wirklich auch einen vernünftigen Eindruck gemacht hat, ja, weil halt eben höher geschlossen, als das alles hier unten hier, also als die Hochs von den unteren Kerzen höher geschlossen und auch die dominanteste Kerze überhaupt am ganzen Tag, ja, jetzt hier im Stundenchart. Und wenn man da einfach mal die Fibos zieht von der Kerze hier, wirklich von hoch zu tief, ganz normal, und dann sieht man auch, ich ziehe das hier mal ein bisschen rüber, dann sieht man eben auch, so, da sind wir, die Bereiche, die sich hier ergeben, da bin ich nämlich jetzt hier auch gerade, lustigerweise, genau bei der 61,8, beziehungsweise andersrum gerechnet, die 38,2, die matcht dann auch tatsächlich mit der 215. Und die ist wiederum, matcht wiederum mit dem Bruch hier von der Abwärtsbewegung. So. Und das sind dann halt schon so Sachen, die passieren halt für meine Begriffe eben auch nicht zufällig. Und ausgerechnet haben wir jetzt auch dort noch einen Pivotpunkt. Ja, also wenn ich den jetzt hier mal kurz einzeichne. So, den haben wir auch noch hier. Das ist der Pivotpunkt vom Vortag. Das heißt, da kommt wirklich einiges zusammen und die Stundenkerze passt einfach dazu. Und wenn man die halt mal weiterspinnt, die Stundenkerze, und dann landet man eben da oben auch bei der 272. Deswegen ist die bei mir auch eingezeichnet. Ich kann das Spiel aber hier noch eine Nummer kleiner machen. Und dann sieht man es. Ach, immer die Verschieberei hier. Dann sieht man es nochmal deutlicher, wenn ich jetzt hier als Beispiel mal auf 15 Minuten gehe. Das macht mich so ein bisschen wahnsinnig hier manchmal, das Skalieren. So ist es mal hier so hinzuzwirbeln, dass es passt. So, das war das Hoch. War das jetzt auch das Hoch? Ich hoffe es.
Und dann sieht man eben auch, dass die Reaktionen danach auch mit den Fibos an der Stelle gelaufen sind. Und deswegen, und hier jetzt auch gerade schon wieder, gut, das war jetzt wieder das Hoch von der Kerze, ne? Und deswegen gehe ich davon aus, die hat schon noch ein bisschen Bewandtnis. Und wie gesagt, solange die matcht, diese Kerze oder die Extensions von der Kerze mit anderen Punkten, kann man das ruhig schon handeln. Also es macht schon Sinn. Wenn ich jetzt nochmal, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken hier. Nur zu, Dirk. Du bist, wie gesagt, gut im Redeflow. Das sei dir natürlich genehm. Hier hat auch noch der Bernd ein Anliegen, umgekehrte KSK, du meinst wahrscheinlich Schulter, Kopf, Schulter, also SKS mit Ausbruch 12.254, fragt danach. Und dann eventuell hier, Joshua, ob du eventuell den Rücklauf im 15er für einen Long-Einstieg nutzen würdest, wenn du das Level nochmal touchiert. Eine umgekehrte KSK wäre eine Ja, also ich Volksbank. denke auch SKS, glaube ich, bei 12.254. Oder eben Also, Bernd, möge mir das verzeihen, bitte. Das war jetzt der Elfmeter. war frech. Bitte? Nein, um Gottes Willen. Ja. Ist ja, wie gesagt, im Sinne des Tastatur-Hacks kann das immer schnell mal passieren. Wir wissen ja alle, was gemeint ist. Wir sind ja zum Glück hier aus der Thematik. Um Gottes Willen, das Ich ist ja eh sehe nämlich manchmal keine so. Fragen. Ne? Nur mal kurz als Info an dich. Ich kann die Fragen nicht sehen. Ich weiß nicht, ob die du für mich ausgeschaltet hast, damit ich die Nee, ganzen eigentlich nicht. Frechheiten Könnt, aber ich Moment. bin hart. Ich kann die Fragen aber auch, da müsste ich dir die Orga geben. Ich glaube, dann kannst du die Fragen auch sehen. Aber es passt schon so. So bist du wenigstens nicht noch mehr abgelenkt, als wenn du jetzt noch die Fragen mal lesen müsstest. Ja, okay. Gut, also hier der Rücklauf. Da unten ist ein Gap. Und ich sage halt immer, auch grundsätzlich ist es fahrlässig, das Ding, das Gap, also in dem Sinne ist es ja nur ein Kassa-Gap, ja, aber ich finde es immer so ein bisschen fahrlässig, das zu ignorieren. Er muss das jetzt nicht schließen, keine Frage, aber er kommt hier, er hat ja gerade nichts anderes gemacht, jetzt in 20 Minuten, als jetzt einen potenziellen Fehlausbruch jetzt erstmal. Das heißt, alles, was er so oben hin geschafft hat, ist gerade schon wieder komplett abgebaut worden. Und von daher habe ich hier nochmal den Blick auf die Stundenkerze. Und da muss ich mir die Frage stellen, was soll denn das werden? Also, wenn man sich die letzten Stunden mal anguckt, ja, dann ist er da hochgelaufen, hochgelaufen, hochgelaufen. Die 8-Uhr-Kerze hat eigentlich schon wieder eine Umkehr hier eingeleitet. Also zumindest mal halt jetzt auf den X-DAX betrachtet. Und hier wäre schon fast eher wahrscheinlich, dass er die Umkehr tatsächlich auch mal eine Runde fortsetzt. Und ob die dann auch hier unten endet beim Kassaschluss, das ist halt auch nochmal die Frage. Ne? Und von daher hier jetzt nochmal Long, erstmal nicht. Also ich würde dann tatsächlich eher gehen auf den unteren Bereich, also auch nicht direkt hier auf die Kassamarke, also hier in dem Bereich bei 197, sondern dann vielleicht tatsächlich doch eher sogar eine Etage tiefer bei 185. Mal gerade mal gucken, dass mich jetzt hier so ein bisschen irritiert ist, warum hier so wenig Linien drin sind. Nicht, dass ich jetzt tatsächlich irgendwas gelöscht habe. Nee, aber eigentlich. Da ist wahrscheinlich noch Luft, Dirk. Bitte? Da ist wahrscheinlich noch reichlich Ja. Luft nach unten diesmal. Aufgrund der, und ich muss kurz auch fragen, Dirk, du arbeitest nur mit Horizontallinien, also jetzt nicht, sage ich mal, irgendwelchen Chart-Pattern, Dreiecken oder sag ich mal, Trendlinien, sondern ich sehe ja bei dir eigentlich ausschließlich nur Preislevel, also Ja. Horizontallinien, oder? Ja. Ich muss gerade lachen. Das ist natürlich so mein Lieblingsthema, aber da hat aber auch gestern ein Kollege von mir, der Oliver Klemm, auch was dazu gesagt. Er hat gesagt, schräge Linien sind was für schräge Vögel. Ja, das habe ich auch von Rüdiger Born damals noch adaptiert. Bestimmt vor 10 Jahren war das. Aber genau, schräge Vögel oder schräge Typen. Das mit den schrägen Trendlinien ist halt wirklich sehr subjektiv, ganz klar. Ja. Also. Ich sag's mal so vorsichtig, ja. Also, wenn jemand damit wirklich Erfolg hat, ja, dann go for it. Also, ich werde niemals irgendwas angreifen, wo jemand nachweislich wirklich damit was Vernünftiges erzielt. Aber ich habe einfach meine Zweifel daran, dass das mehr als einem von 100 gelingt, ja. Und also, ich kenne einen einzigen, der scheint das wirklich zu können oder der auch regelmäßig eben halt auch Handelsansätze dazu liefert. Und das ist der Martin, den werden hier auch einige kennen jetzt. Aber halt ansonsten fallen mir da wirklich wenig dazu ein, ja. Also die damit halt
also ich wüsste auch nicht, wieso. Also einfach auch, vielleicht, um da mal kurz drauf einzugehen, weil horizontale Linien, das ist gut und schön, um sich irgendwo einen Überblick zu verschaffen, ja, wo halt irgendwie ein Trend gelaufen ist. Da spricht ja auch gar nichts dagegen. Aber dann davon irgendwas abzuleiten oder dass es sich weiter in so einem schönen Kanal befindet, das ist, ich halte da nichts von, überhaupt nichts. Und aus mehreren Gründen. Einfach der erste Grund ist der, warum sollte er? Warum sollte bitte ein Kurs immer schön sich irgendwie gleichmäßig bewegen? Weil es ist doch eher so, sobald es irgendwo erkennbar ist, und dann wird es ja auch zerstört. Und dann gibt es dann halt mal einen Durchbruch durch den Trend und läuft da wieder rein. Und das ist doch, ich frage mich halt, wie handelt man halt sowas, ja? Und oder wenn man Stops da drunter legt, natürlich wird er gefischt. Die werden dann gefischt, dann läuft er einmal runter und dann läuft er wieder zurück in den Kanal. Und zum anderen eben, warum sollten sich Marktteilnehmer, also jetzt größere Marktteilnehmer, die auch den Marktbestimmenden daran halten? Also das ist halt die andere Frage, ja. Wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, halt, was weiß ich, montags irgendwie ein großes Paket DAX, nenne ich es jetzt einfach mal ganz lapidar, halt kauft zu einem bestimmten Level, was weiß ich, das war dann eben bei, jetzt nochmal um irgendeine Zahl reinzuwerfen, dann eben bei 12.200. Und wenn der dann jetzt aber bis Donnerstag gemütlich und schön gleichmäßig 150 Punkte nach oben läuft und der gleiche Käufer kommt wieder und er sagt dann, das ist mir zu teuer und so, entweder ich kriege den DAX für das Geld oder ich kriege ihn gar nicht, könnt ihr machen, was ihr wollt. So, und warum sollte der da reingehen, wo es sich gleichmäßig bewegt, wenn er doch einer von denen ist, die letzten Endes hier auch den Umsatz machen und entsprechend den Kurs steuern? Ergibt einfach keinen Sinn. Also auch auf dem ganz normalen, jetzt brauchen wir nicht auf die Börse zu beziehen, wenn jemand, was weiß ich, ein Autohändler oder ein Großabnehmer vom Autohändler, wenn der sagt, du, pass mal auf, ich habe dir letzte Woche irgendwie oder letzten Monat 20 Autos gekauft, das ist ja schön, dass ihr gerade so viel Nachfrage habt und dass ihr so schöne Preise habt, aber ich zahle dir trotzdem nicht mehr als letzten Monat. So, und wenn man sowas mal in eine Trendlinie packt, kommt ja das Gleiche bei raus. Ja? Der Händler freut sich irgendwie 4 Wochen lang, dass er immer schön die Autopreise, dass die sich langsam nach oben halt irgendwie, also Autos jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, ja, aber dass das Produkt, was er verkauft, dass der Preis sich aufgrund der Nachfrage von den kleinen Abnehmern da schön nach oben schaukelt, das ist nett. Wenn aber ein großer Abnehmer kommt und sagt, pass auf, ich kaufe dir hier was nochmal die dreifache Charge ab und Charge, Knoten in der Zunge. Und dann ist dem das ziemlich egal, ja, was der mit den anderen Kunden da veranstaltet hat, der zahlt seinen Preis, den er vorher hatte, und das war's. Und so ist es mit Trendlinien für meine Begriffe halt eben auch. Da Und gibt's der andere Grund ist eben, ja, aber ich wollte jetzt gar nicht, du hast noch was auf Lager, schieß los. Der andere Genau, und Grund. der nächste Grund ist eben, zumindest mal beim DAX, wir haben drei unterschiedliche Indikationen im DAX. Das eine ist die Kassa, die läuft von 9 Uhr bis 17:30 Uhr, grob. Der nächste ist der Future, der läuft von 8 Uhr bis 22 und dann haben wir noch die Overnight. Das heißt, wir haben drei unterschiedliche zeitliche Bereiche, die überhaupt nicht miteinander matchen. Und da kommt ja schon die Frage, wo setze ich denn die Trendlinie an? Im Kassa, im Future oder im Overnight? Und dadurch entstehen ja wahnsinnige Ungenauigkeiten, sodass dann letzten Endes nichts mehr übrig bleibt, was ich zumindest mal mit überschaubarem Risiko halt handeln kann. Das ist das, was mich halt eigentlich noch mit am meisten daran stört, ja. Und welchen soll ich verwenden? Und das spricht bei mir alles so ein bisschen davon, so also alles so ein bisschen dagegen. Ich zeichne auch schon mal sowas ein, aber eher um dann halt zu sehen, okay, was sehen die anderen? Wo sehen die ein Dreieck? Und habe das eben auch zum Beispiel schon mal gezeigt, auch mal ganz provokativ, wo ich gesagt habe, hier Dreieck, nach Lehrbuch geht das nach oben auf und ich gehe da oben aber short. Weil nach meinem Setup geht das Ding nach unten auf. Und auch rein vom Backtest, vom Verhalten her, von der Price Action her, die ich hier handle. Und es hat eigentlich noch jedes Mal gepasst. Und von daher, mein Verdacht ist halt eben auch so ein bisschen, dass sowas auch gerne konstruiert wird, eben von denjenigen, die den Markt bestimmen, um da eben auch auf falsche Fährten zu locken und danach entsprechend das genau umgekehrt aufzulösen. Heißt nicht, dass es nie geht. Ja, wenn es nie funktionieren würde, würde es ja auch keiner handeln. Aber ich Ich sag mal, behaupte, es funktioniert bei nicht mehr als 50%. gibt mit Sicherheit auch ja Pattern-Tradern, ich sage ja auch nur André Rhein vom God Mode zum Beispiel, der
unglaublich da tatsächlich rein Pattern aktiviert, da loslegt. Das ist aber natürlich auch ein großer Fundus, der da an Erfahrung mitspielt, um sozusagen da auch noch eine Genau. Unterscheidung zu finden. Also ich sag mal, das ist tatsächlich so, wenn da jemand seine Settings gefunden hat. Ich meine, es gibt ja auch den Thomas Bulkowski, der da auch statistische Auswertungen zu Pattern und auch Candlestick-Kerzen gemacht hat. Das allerdings dann nur bei den großen US-Aktien, die dann entsprechendes Volumen mitbringen und entsprechende Historien. Ganz interessant, wie gesagt, es ist schon technisch oder statistisch gesehen schon ein Vorteil, das zu nutzen. Aber man kann natürlich hier nicht Pi mal Daumen sagen, dass es A immer funktioniert. Das wäre dann der heilige Gral. Das ist nun mal nicht der Fall. Und da eben zu differenzieren und zu unterscheiden, okay, das ist jetzt ein gutes Setup, hier kann ich mal mehr riskieren, hier kann ich mal das Risiko entsprechend hochsetzen oder auch entsprechend managen. Das ist immer ein riesen Erfahrungswert, der den Leuten da hilft. Aber sonst bin ich bei dir mit schrägen Trennlinien. Es ist schon so ein Stück weit tricky, wenngleich so eine Bull Flag oder was auch immer immer wieder gerne im Markt gesehen wird und auch gehandelt wird. Das liegt natürlich dann aber auch wieder an der Massenpsychologie. Wenn es viele sehen, ne, Erwartungshaltung hier und da, ist es immer ganz spannend. Aber wie gesagt, du, das ist mir das letzte Mal ja auch schon aufgefallen, wir sehen es wieder, arbeitest eben wirklich primär, auch wenn du hin und wieder mal was einzeichnest, mit den horizontalen Leveln. Ja, also habe ich auch vorhin gesagt, ja, also um Gottes Willen, ich sage, ich will es gar nicht generalisieren, ja, es gibt ganz sicher den einen oder anderen, der das drauf hat. Ich glaube halt nur, dass es zum einen halt für Einsteiger oder für Anfänger halt wahnsinnig schwer ist, da halt irgendwie was Verlässliches daraus zu lesen, weil dann heißt es immer, ja, die Regel ist so und so und so und so, aber auch nur dann und dann und wenn das zutrifft und so weiter. Und das lässt halt so ein bisschen arg viel Spielraum für Interpretationen. Und da kann man halt eben auch viel falsch machen. Und das andere ist, und das hast du ja auch schon gesagt, das spielt viel Erfahrung bei so einem Profi dann halt eben auch mit. Und ich glaube eben auch, dass halt unbewusst da so viel Erfahrung reinkommt, ja, sodass derjenige das gar nicht merkt, dass es hauptsächlich eigentlich seine Erfahrung ist, eben zu wissen aus der Vergangenheit, wenn der Kurs sich so bewegt hat. Und das ist Intuition. Und dann anschließend passiert das und das. Und das passt dann halt eben zu seinem Bild zusammen. Und oder andersrum, was natürlich, es macht es echt schwer reproduzierbar für andere. Und man kann es einfach auch nicht vernünftig irgendwie mal durch einen Test schicken. Und was ich hier zum Beispiel halt mache, ist, das habe ich ja auch schon, glaube ich, schon mal erwähnt. Letzten Endes, im StereoTrader gibt es, also hier in der Plattform gibt es so einen Trailing Stop, der basiert auf Markttechnik. Und der hat einen relativ einfachen Ansatz und der funktioniert extrem oft gut. Und das heißt, der sucht sich, zum Beispiel zum 15-Minuten-Chart, wenn ich zum Beispiel in der Long-Bewegung drin bin und dann verfolgt er den Stop unter dem Tief der Kerze, die das letzte hoch gemacht hat. Und wenn das gebrochen wird, also mit einem bestimmten Abstand, und dann kann man schon fast wiederum von einer Korrektur ausgehen. Und letzten Endes, was ich handle, basiert eigentlich auf einem ganz ähnlichen Ansatz. Und nämlich eben halt auch Lows suchen und dann versuchen, irgendwie die Brüche auszuloten und dann halt auch schnell, möglichst früh Trendwenden zu erkennen. Funktioniert natürlich nicht immer, aber hat zumindest halt mal, was die Einstiegsqualität angeht, kann ich das sowas aber zumindest schon mal backtesten. Und mir persönlich gibt es halt ein wesentlich besseres Gefühl, wie wenn ich jetzt irgendwelche Muster interpretieren muss. Weil da weiß ich halt immer, okay, da funktionieren, also 4 von 5, die funktionieren da halt, ja, sauber. Und ob die dann weit laufen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also die Zielbestimmung, die muss ich natürlich selber machen, ich weiß aber, und daher kommen ja halt eben auch diese 5 Punkte Stop-Loss, ich weiß aber eben, die Einstiege sind zumindest schon mal sauber und ich habe ein überschaubares Risiko. Und also mir gibt sowas halt ein wesentlich besseres Gefühl. Und die Genauigkeit, deswegen ja halt auch, bin ich ja auch rein vertikal, horizontal, wie auch immer, orientiert. Die Genauigkeit kriege ich besser, bin ich der Meinung, als mit jetzt mit Diagonalen und Mustern und so weiter und so fort. Ich habe noch zwei Fragen. Resa, ja, wir zeichnen das Webinar auf. Das heißt, wenn du dann weg musst, wirst du dem Dirk noch im Nachgang lauschen können, weil sie meint, es ist sehr interessant, was du gerade sagst, Dirk, im Sinne der Technik und Vorgehensweise.
Und dann fragt der Ralf noch mit dem Chartfenster, was da zu sehen ist bei dir speziell, wird den Stereotrader meinen. Ja, wenn du den MetaTrader klassisch benutzt, hast du praktisch oben das Underlying, wo jetzt DE30 Cash steht oder DE30 U7 hier für den Future da, hast du das eigentlich beim MetaTrader immer links stehen. Das ist auch Standard so. Der Stereotrader oder der Dirk im Sinne seiner Kreativität hat praktisch das Underlying, was du im Chart hast, oben mittig platziert, die Bezeichnung, richtig? Kannst du mir folgen? Also da, wo praktisch oben DE30 Cash M15 steht, wo auch das Timeframe, genau das. Das ist normalerweise links. Genau, Du hast ja. es hier aufgrund der Programmierung, wie gesagt, das ist ja so eine Art ja, Veränderung, Upgrade vom MetaTrader, klassisch, sage ich mal, hat Dirk sich sozusagen hier, ich will nicht sagen Template, aber eben ein eigenes Setup, eben eine eigene Plattform aufgesetzt, die ihm hier einen Handelsvorteil bringt und auch eine Unterstützung im Handel, ja. Ja, also hier oben wird auch später angezeigt, also die PL vom aktuellen Trade und so weiter, weil es macht es halt einfach ein bisschen übersichtlicher, weil ich mit dem Stereotrader halt eben auch im gleichen Instrument mehrere Strategien isoliert fahren kann. Und da sehe ich natürlich hier oben auch gleich immer direkt, wo ich da gerade bin. Und an dieser Stelle, Ja, Dirk, ganz kurz, erlaube mir auch einzuschieben, dass wir ja ab August mit dir kooperieren, mit dem Stereotrader zusammen. Ist mein JFD-Kunden kennen den auch so, meine ich ja schon, ordern, aber wir werden den direkt auch bei uns integrieren, sodass ein jeder Kunde dann auch hier den Vorteil oder auch die Handelsplattform in dieser Art und Weise dann in Zukunft natürlich dann auch ja, transportiert bekommen beziehungsweise auf seinen MetaTrader aufsetzen kann. Und dann Action Jackson, wie gesagt. Wir werden da noch einiges mehr machen, um Dirk hier dann auch noch den Raum zu bieten, uns da auch noch mehr Skills zu geben. Und das ist ja, wie gesagt, heute auch schon mal ein Einstieg, wie immer gern gesehen, dass man hier sozusagen einfach mal kennenlernt, wie du mit dem Stereotrader vorgehst, was du mit dem Tool machst. Wenn es Action gibt, dann insbesondere. Ansonsten, wie gesagt, ist es auch immer sicherlich sehr schön, hier einfach mal zu erfahren, wie du vorgehst oder auch wie du den Markt siehst oder beispielsweise eben auch zu Trendlinien stehst. Kostenlos, Oliver, wird es den Stereotrader nicht geben. Wir sind da noch am Überlegen. Erstmal werden wir ihn klassisch aufsetzen zu der Lizenzgebühr, die ja, der Stereotrader praktisch monatlich mit sich bringt. Was wir dann noch für Spezialitäten kreieren in Sachen Volumen, Rabatt oder dergleichen, da sind wir noch am Justieren. Wichtig ist uns erstmal dann den Stereotrader jetzt zu integrieren und dann werden wir mal sehen, wie wir es spezifizieren. Das mal als Tipp. So, jetzt aber Dirk, ich wollte gar nicht, weil nur gerade die Frage zum Stereotrader kommt, förmlich passend, sage ich mal. ja, nee, nee, alles gut. Ist natürlich jetzt auch hier so, tue ich mich heute, merke ich gerade so ein bisschen schwer, irgendwie gleichzeitig zu reden und Entscheidungen zu treffen und übersehe jetzt halt auch so ein paar Sachen. So, weil ich komme nochmal zurück auf die Stundenkerze. Also, was hat er vor? Wir haben hier eine Umkehr auf eigentlich im Future, die normalerweise nach unten beendet werden soll. Auf 30 Minuten ist man da allerdings, glaube ich, gerade anderer Meinung. Beziehungsweise noch heißt es nichts. Hier ist ja auch so, die 30 Minuten haben wir ja gerade erst angefangen. Aber wenn der jetzt da oben durchgeht, und da will ich auf jeden Fall mal hier als Übertreibungspunkt auch mal eine Short Order direkt platzieren und wird mal die 272 auch mal austesten, ob die was kann. Weil es geht ja, das versuche ich halt immer auch mit dem Ansatz so ein bisschen zu machen, der Stundenkerze oder den Händlern der Stundenkerze oder wie auch immer, ich sage jetzt einfach mal, der Stundenkerze geht es ja offensichtlich darum, die letzte Abwärtsbewegung hier auszuhebeln. Deswegen hatten wir eine Reaktion hier oben, deswegen ging es runter und jetzt kommt er hier nochmal an. Und das heißt, ich gehe jetzt eigentlich mal davon aus, dass der hier durchknallt und dann wird er auch nicht ohne weiteres hier am ersten Widerstand, das wäre nämlich die 12,54, beziehungsweise hier der Future Schluss, glaube ich nicht, dass er daran reagiert. Da liegen wahrscheinlich jetzt auch diverse Shorts, wenn die fliegen, und dann fliegen die ja normalerweise auch so 10, 15 Punkte und dann wären wir dann auch hier oben. Das muss natürlich jetzt alles zeitlich zusammenpassen, weil die Stundenkerze muss ja nur über der schließen. Ja, die muss ja jetzt nicht unbedingt da oben enden. Das kann natürlich passieren, ja, aber eigentlich wird die erstmal damit beschäftigt sein, über dem High von der letzten Abwärtsbewegung. Das ist nämlich dann halt, wo sind wir da, hier oben beim Future Open, darüber zu schließen. Das wird erstmal das Hauptding sein. Das ist normales, oder das ist zumindest, oder ist normales, nicht wäre, sondern das ist ganz normales Marktverhalten, dass der jetzt nicht in einem Rutsch da oben durchgeht. Das heißt aber natürlich nicht, dass das nicht trotzdem tun kann und mir das Ding da oben um die Ohren fliegt. Ja, das ist gar keine Frage. Das ist mir aber egal.
Also, weil letzten Endes macht es ja nur halt der Mix von dem, also es muss am Ende nur mehr rauskommen als das, was halt irgendwie weggegangen ist. Und deswegen wäre das jetzt halt zum Beispiel eine ganz plausible Bewegung, dass ihr hier oben einmal durchgeht. Ich werde hier auf gar keinen Fall Short gehen, sondern hier den zweiten Punkt mitnehmen. Passt auch zu den Peaks hier. Und dann sollte er eigentlich relativ schnell nochmal da runterkommen oder zumindest mal bis 10 Uhr da runterkommen, weil wenn es darum gehen wird, das hoch hier rauszunehmen, beziehungsweise hier rüber zu schließen. Und dann ist das entsprechend auch ein Entscheidungspunkt. Und ganz oft ist es so, wenn ich poste, entscheidet sich irgendwie halt per Stundenschluss an, zum Beispiel jetzt hier 252, und dann steht der wirklich zum Stundenschluss genau dort. Also das haben wir echt schon, das werden auch die Mitglieder aus der Gruppe bestätigen können. Da kann man schon fast Wetten drauf abschließen. Das dann halt nämlich eben halt genauso ein Trigger, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche einen Stundenschluss über 2, also hier beim Future Close. Und dass der dann danach bei 252,5 oder 251,5 dann nachher halt irgendwo schließt. Und ich vermute mal, dass halt einfach also Algorithmen, die irgendwo automatisch Orders absetzen, dass die halt nach ähnlichen Schemata halt vorgehen und dass es halt eben daher kommt, auch die Genauigkeit, ja, und ich kann mir jetzt nicht anders erklären, weil dafür ist es halt schon zu auffällig, dass es halt tatsächlich so oder oft so funktioniert. Vielleicht haben wir es jetzt, dass jetzt der Vorführeffekt wird, dass der vielleicht jetzt gleich das Gegenteil zeigt. Das kann ich natürlich nicht ausschließen, Wäre aber auch aber im mal was. Allgemeinen ist es tatsächlich so. Also ich habe halt ich führe auch, wie gesagt, Statistik und Buch über die Strategie und die maximale Verlustserie. Die reguläre, muss ich dazu sagen, liegt bei 4. Und also 4 Loser in Folge. Und solange das so ist, irritiert mich da auch nichts dran. Also deswegen sage ich halt auch, es ist halt wirklich egal. Und weil im Endeffekt die Gewinnerquote ist leicht über 50%. Also eigentlich so um die 60%, also auch nicht so arg. Aber halt eben die Strecken, die machen es dann halt im Endeffekt dann. Die reißen es dann halt aus. Die Genauigkeit in Verbindung eben mit den Strecken. Und deswegen lässt mich das halt eben auch tatsächlich kalt. Also ob jetzt so ein Ding dann aufgeht oder nicht, ja. Also gestern war echt tricky, weil halt hier unten der Bereich nicht erreicht wurde. Also hier war dann halt irgendwie, ich bin hier gestern Short Stop bei 12.190, der ist kein einziges Mal auch nur einen Punkt in Verlust gelaufen, ist dann auch runter bis dahin und hat dann eben 3 Punkte vorher gedreht. Und das war natürlich eigentlich im Nachhinein betrachtet ein Fehler, den dann nicht rauszunehmen, ja, also irgendwo in dem Bereich, weil das war ja schon ein Return von 8 wiederum an der Stelle. Und aber ich ging halt davon aus, da halt die Bereiche immer erreicht werden, dass das auch erreicht wird. Hoppla. Dass das auch erreicht wird, war da nicht. Und der ist dann tatsächlich nachher auf Null raus. Das war natürlich ärgerlich. Zumal dann halt eben auch 3 daneben gegangen sind. Also wäre der natürlich in der Statistik, hätte ich den halt schon gebraucht. Aber naja, so ist es halt. Gibt auch manchmal solche Und Tage, ne? ja, also ich meine, dafür halt letzte Woche, die war halt dafür exorbitant. Also die war schon richtig gut. Mir Und ich habe fällt vorhin noch auch. ein, Dirk, Heinz sagt auch gerade noch, dass der Stereotrader ja auch beim Forex Pro vom Thorsten mit angewandt wird. Das stimmt, ne? Der hat dann praktisch so eine spezielle Version von dir bekommen, wenn ich das richtig sehe. Genau, also die Thorsten hat Forex vom Pro System, Funktionsumfang ist genau. die mittlerweile aber, glaube ich, identisch. Also da sind Aber so höchstens ein paar optisch ist die, glaube ich, Kleinigkeiten. ein bisschen anders, ne? Genau, die hat halt eine eigene optische Anpassung an die komischen Farben von Thorsten. Das sagst du jetzt. Gut, dass er noch nicht da ist oder nicht da ist, sonst würde er jetzt wahrscheinlich gleich austeilen. Ich weiß nicht, ob er zugegen ist, aber ich glaube, nein, das ist nicht der Fall. Gegebenenfalls kommt uns der Thorsten heute noch besuchen. Aber ich habe noch eine Frage Ja. vom Oliver. Ich denke, ich weiß die Antwort schon. Ich will es trotzdem, sage ich mal, kommunizieren. Vor dem Hintergrund dessen, dass natürlich ihn und den anderen die Meinung sicherlich auch interessiert. Und zwar, was hältst du von den Ichimoku-Indikator? Und dann eben, da gibt es ja die verschiedenen Linien, Kujun. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber den Ichimoku-Indikator kenne ich natürlich selber sehr gut. Er meint, viele Analysten schwören drauf auf diese Linien, auf diese Linie. Wie sieht es da aus bei dir? Ich meine, du hast ja keinerlei Indikatoren bei dir drin. Nee, gar keine. Also
Vielleicht ein Erfahrungswert dazu. Ich meine, wie gesagt, das ist ein Thema, das Gar kann man recht keiner. umschweifend oder ausschweifend Ja. diskutieren, aber. Ich habe keinen, sage ich, also kann ich nur sagen, ich persönlich habe keine Erfahrungswerte damit, kann dazu nichts sagen, nichts. Und ich kenne halt irgendwie natürlich den einen oder anderen, der mit rumhantiert. Ergebnisse kenne ich aber nur von einem. Und die sind positiv, ja. Und aber halt, ich gucke mir eben auch schon mal Postings von anderen an und da frage ich mich, was treiben die denn da mit ihren Wolken und so weiter und so fort, ja. Und von eben dem einen, wo ich halt entsprechend auch die Zahlen kenne, da weiß ich aber eben auch, der macht das auch schon ganz lange und schon einige Jahre und fährt damit gut und gibt nichts dagegen zu sagen. Also grundsätzlich gibt es gegen gar nichts irgendwas zu sagen, Wenn was es für einen funktioniert. funktioniert. Ganz genau, wenn Ja, es also funktioniert. wenn es funktioniert, ne, das ist halt immer genau der springende Punkt. Und ich sag halt eigentlich immer grundsätzlich eigentlich nur, und ich glaube, das ist auch nicht falsch, glaub nichts, was du nicht gesehen hast. Ganz einfach. Also es gibt so viele Theorien und Thesen und weiß der Kuckuck was, ja, und klingt alles furchtbar plausibel, aber wann gibt es denn auch mal Zahlen dazu? Korrekt. Das ist halt ein ganz einfacher Punkt. Und wenn es die nicht gibt, dann glaubst du halt auch nicht. Ganz einfach. Genau, das ist auch Hans Joachim, gleiches Thema. Bollinger Bänder, auch sehr interessant. Flaschenhalseffekt, Volatilitätsausdehnungen und dergleichen. Wie gesagt, da gibt es vielerlei Möglichkeiten. Bollinger, irgendwann braucht man sie auch, denke ich mal, fast schon nicht mehr, weil man auch mit dem geschulten Auge sozusagen natürlich die Kontraktion der Bewegung sieht und dann irgendwann ist dann wieder eine Expansion wahrscheinlich, also dass sie sich wieder ausdehnen. Aber dennoch natürlich auch ein schönes Vehikel, um dann Ausbrüche aus Bollinger Bändern zu handeln und, und. Also gibt es schon viele, sage ich mal, Möglichkeiten, aber wichtig ist natürlich, dass man eben etwas findet, mit dem man A, zurechtkommt, was seinem Stil entspricht und natürlich mit dem man auch einen, sag ich mal, einen Erwartungswert hat, der positiv ist. Ja? Und Indikatoren, das wisst ihr alle, zu Großteilen, denke ich, sind hier ganz klar im Sinne der Preiskrücke aktiv. Das heißt, jeder Indikator berechnet sich anhand dessen, was wir hier im Chart sehen, anhand des Preises und der Price Action. Insofern kann kein Indikator die Zukunft voraussehen. Und bei den Ichimoku-Indikator zum Beispiel jetzt aus der Praxis gesprochen, ist es auch nur so, dass da letztlich das sind gleitende Durchschnitte mehr oder weniger, die dann auch nach vorne projiziert werden. Also projiziert, da gibt es ja auch gleitende Durchschnitte, die man verschieben kann auf der Timeline. Und so entstehen auch bei dem Ichimoku-Indikator zum Beispiel die Wolken, die dann in der Zukunft sozusagen mögliche Widerstände signalisieren und dergleichen. Die Japaner, die sind uns einige hundert Jahre schon voraus gewesen mit den Candlesticks und anderen Sachen. Also, dass das sicherlich seine Relevanz der Funktionsweise hat, ist nicht auszuschließen. Aber man muss es eben für sich selbst entdecken und entwickeln. Und der DAX, wir sehen gerade hier ein Stück weit Markt-Action. Wir haben, wie gesagt, 10 Uhr in knapp 16 Minuten, 15 Minuten den IFO-Index. Und der macht sich hier schon mal auf, schön nach oben zu ziehen, wie ich das sehe. Ja, er versucht es zumindest, ne? Und jetzt haben wir hier halt auch gerade wahrscheinlich gleich so ein Ding. Hier 15 Minuten ist gleich fertig in 20 Sekunden. Und das könnte natürlich jetzt gut sein, dass es genau der Impuls wird. Jetzt hier der Abschlussimpuls von der 15-Minuten-Kerze da oben hin. Oder die nächste macht es dann halt eben. Und dann ist die 15 Minuten durch. Und dann sollte das auch passen hier mit. Oder könnte gut passen hier mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass hier um den Entscheidungspunkt da entsprechend auch geht. Und dass er hier halt auch nochmal runterzieht. Also hier 15 Minuten hat es erstmal drüber geschlossen. Da könnte man jetzt kurz long gehen. Wenn es aber zu lange dauert, wird es auch nicht funktionieren. Also einfach nur so als weiterführenden Impuls dann halt eben hier von der doch recht massiven 15-Minuten-Kerze. Aber Abschlussimpuls war jetzt auch nicht wirklich da, aber dass der jetzt hier einfach nochmal so runterkurvt, glaube ich halt auch jetzt nicht wirklich. Also das wäre so ein Ding, die könnte man hier tatsächlich mal versuchen, irgendwie mit einem ganz kleinen Stop mit nach oben mitzunehmen, hier einfach mal über das letzte hier bei diesem Punkt, was ja auch gleichzeitig der Future Close von gestern ist, wenn er den überhaupt abholt. Kann natürlich jetzt sein, dass er direkt da oben hinrennt, aber die kann man relativ eng versuchen auf jeden Fall. Da sollte nicht viel schief gehen. Und vom CRV passt es ja halt auch noch. Haben hier eine Strecke irgendwie von 20 Punkten und bei einem Stop von 5, das ist in Ordnung. Wobei man hier möglicherweise aber auch die Öffnung nochmal mitrechnen muss. 51 eventuell muss man da irgendwie 3, 4 Punkte draufgeben. Aber das passt ja trotzdem noch. Also selbst wenn wir hier nur 1 zu 1 haben, dass er da jetzt einfach nochmal komplett runterfällt ab der Stelle. Das ist ja quasi im Nichts hier, ja. Glaube ich jetzt erstmal nicht.
Ein interessanter Punkt vielleicht, da gehst du, weißt du, also hier auf dem DAX Future CFD unten siehst du es ja nicht in der Hinsicht, aber da fragt der Heinz, ob du auch nicht die Betrachtung vom Volumen des FDAX unter Umständen noch als hilfreich erachten würdest, wenn du dieses hättest Doch, oder würde sehen ich. würdest. Ja, würde ich. Klar, keine Frage. Also, das steht ja auch eigentlich außer Frage, weil das zeigt ja wirklich deutlich, wo halt was passiert ist, beziehungsweise was halt tatsächlich am Markt passiert ist. Und ich glaube, dazu, oder wenn ich jetzt da sagen würde, das ist Quatsch, das ist natürlich nicht, gar keine Frage. Würde helfen, ja, habe ich aber hier natürlich im CFD nicht drin. Und es ist halt so, ich meine, wenn man das jetzt wie hier, ja, wenn man da wirklich mit den Augen dran klebt, dann sehe ich natürlich halt auch, wenn ich das nicht zum ersten Mal mache, dann sehe ich halt auch schon ein bisschen deutlicher oder halt ohne jetzt das Volumen zu kennen, erkennt man dann ja schon, wo die Bewegungen halt stattfinden. Ja, also das heißt, ich habe auch so dann natürlich so ein bisschen Gespür dafür, was da halt eben tatsächlich gerade irgendwie durchgeht. Und aber klar, also es ist nur eben oft so, also habe ja auch mit einigen Future-Händlern zu tun oder die halt auch zum Beispiel in der Gruppe mit dabei sind und dann eben auch sagen, ja, da liegt eine größere Order und da. Und das passt aber eben ganz oft zu dem, was ich halt mache oder eben auch genau zu den Punkten, wie ich sie handle. Weil einfach aus dem Grund, dass das Volumen liegt nicht irgendwo, sondern das orientiert sich ja auch an solchen Grenzen oder eben auch an Pivotpunkten und so weiter oder Fibos. Also da sammelt sich dann schon das Volumen halt eben auch. Und aber klar, würde natürlich helfen, das zusätzlich nochmal zu sehen, aber jetzt hier das Tickvolumen da unten einblenden, hier auf der horizontalen Achse, ja, kann man machen, aber erfordert halt eben auch, da muss ich dann halt hier mit dem Fadenkreuz rumhantieren, um rauszufinden, an welcher Kerze da halt irgendwie großes Volumen war und wo es schon mal hilft, aber das sieht man dann leider, oder was heißt leider, das sieht man dann auch wiederum mit bloßem Auge, wo es halt einfach schon mal hilft. Oft ist, wenn man zum Beispiel sieht, man hatte vorher einen starken Abverkauf und dann halt einen schlappen Anstieg, also mit abnehmendem Volumen. Und das ist ja eigentlich immer schon so ein Indiz dafür, dass es gleich wieder runtergeht. Sieht man aber dann auch wiederum am Kerzenverlauf genauso wie im Tickvolumen. Also deswegen habe ich das hier unten auch nicht eingeblendet. Ab und zu mache ich es mal. Aber klar, da finde ich das Future, das echte Volumen natürlich schon wesentlich hilfreicher. So, ich habe jetzt hier gerade, hat man gesehen, ich habe hier die Long platziert. Wie gesagt, kann sein, dass er da unten nochmal hinkommt. Den würde ich auch einplanen, dann den Stop dann auch zweifelsfrei verschieben. Aber das wäre jetzt halt hier schon so ein Punkt. Jetzt muss er sich langsam hier mich beeilen. Er hat nämlich noch 10 Minuten Zeit, jetzt hier die Stundenkerze fertig zu machen. Und mal ausgehend davon, dass der Entscheidungspunkt eben der hier ist. Also hier über dem. Da, wo jetzt eigentlich mein Stop sitzt, deswegen sitzt der jetzt hier eigentlich erstmal nicht gut, außer er zieht jetzt gleich hoch, aber das sollte der Entscheidungspunkt sein, das sollte jetzt auch nicht einfach so drunter fallen, deswegen würde ich den auch gleich im Zweifelsfalle nochmal justieren. Aber er muss ja halt irgendwie, wenn das Long was werden soll, er muss ja in die Pötte kommen. Also die Kerze soll hier in 10 Minuten fertig sein. Die 15 Minuten Kerze ist jetzt gar nicht mehr wichtig. Geht eigentlich nur noch um die Stunde. Deswegen jetzt hier auch mal kurz der Switch auf 5 Minuten. Dann gucke ich mir da auch mal an. Aber wie gesagt, ich ziehe den hier erstmal ein Stück weit runter. Gut, 14 ist vielleicht ein bisschen viel, wobei die Positionsgröße ist jetzt auch nur die Hälfte von dem, was ich hier reingeben würde. Also 4 wäre jetzt eigentlich die normale Size. Und von daher kann ich den natürlich auch hier ein bisschen größer dimensionieren, jetzt halt eben auch vom Stop her. Aber wie gesagt, der muss jetzt hier in die Pötte kommen, ansonsten wird das da oben nichts. Und weil dann haben wir nämlich nachher im schlimmsten Fall dann einen Schlusskurs genau nochmal hier drunter und dann kann man schon prophezeien, dass wir da relativ schnell in der Seitwärtsphase wieder drinstecken, bis keine Ahnung wann, ja. Das Und kann das sich Gap dann, unten ist auch. das kann sich dann dahin ziehen und dahin siechen, sage ich mal. Aber vor den News jetzt, sage ich mal, reinzugehen, das ist schon die Erwartungshaltung, weil jetzt, sage ich mal, das Momentum so gut war zuletzt hier von deinem Level unten ausgehend, dass du schon den kurzen Spike oder Spin nach oben präferierst, um dann dort auch die Selle mit entsprechend abzuholen. Ja, also das ist, Das ist so ich nehme Idee, immer sage zur ich mal. Kenntnis, ja, ich nehme immer zur Kenntnis, wenn News sind, aber weil halt bei News letzten Endes ja vervollständigt das Bild ja auch nur und das halt eben ein bisschen schneller normalerweise. Und beziehungsweise ich habe es jetzt schon wieder vergessen, dass News sind. Das auch nicht. Ja, Das heißt, du achtest, du lässt dich, würdest dich jetzt, wenn 10, wie gesagt, IFO,
Haben wir jetzt 10 Uhr, Ja. 9 Minuten knapp. Das wäre jetzt dann aber insofern jetzt auch jetzt gar nicht so wichtig, weil du siehst, dass der eigentlich nach oben spucken muss, um es mal so zu sagen. Deiner Ja, Erwartung also nach. er will es ja. Und das wäre jetzt halt eher so ein Punkt, wo es dann halt eben nochmal irgendwie zur Übertreibung kommen könnte oder wo es dann halt ein bisschen schneller gehen könnte. Deswegen überlege ich gerade, ob die 272 hier überhaupt noch sinnvoll sind oder ob man nicht gleich da oben auf den Pivot geht oder sogar auf die 292, die ich hier auch nicht eingezeichnet habe. Das muss ich auch mal machen. Ist nämlich für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und die ist auch noch relativ frisch. Die ist bisher nicht wirklich gehandelt worden. Deswegen, das wäre halt nochmal so ein Punkt. Das ist für mich eigentlich so eine typische Newsmarke dann auch wiederum. Um jetzt aber zu erklären, wo die herkommt, da sind wir, glaube ich, heute Nachmittag noch beschäftigt. Das kommt aus dem Brexit alles noch, von letztem Jahr sogar. Und das wäre halt jetzt so der Klassiker dann eigentlich. Also wenn er es zu den News macht, zu 10 Uhr, dann sollten wir eigentlich relativ schnell sogar da oben stehen. Und dann, weil die 272 zu dem Zeitpunkt jetzt gefällt die mir eigentlich schon fast nicht mehr, weil das wäre gut gewesen, wenn er das vorher gemacht hätte, um dann halt hier irgendwo wieder da auf der Marke zu schließen. Aber mal gucken. Also er zieht jetzt erstmal nach oben, beziehungsweise er versucht, ich würde halt auch hier den Stop direkt mal hier hinsetzen, weil entweder er macht das jetzt oder macht es nicht. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Risiko von 2,5 Punkten. Initial waren es 5. Ich habe den mal kurz jetzt hier zwischendurch bewegt. Aber das ist ja halt überschaubar. Und wie gesagt, jetzt hier auch zum Abschluss von der Stunde. Normalerweise hat man die größten Bewegungen am Anfang und am Ende von der Stunde oder beziehungsweise auf 4 Stunden ist natürlich nochmal eine Nummer extremer. Und um da mal drauf zu gucken, da sieht man es ja auch schon, was da passiert. Er versucht, da oben drüber zu kommen. Und der hat aber noch Zeit bis 12 Uhr. Ja, das ist halt das andere. Und der hat halt, das kann noch ein bisschen dauern hier, also bis da oben halt ein bisschen mehr passiert. Aber wenn das hier was werden soll, muss es schnell gehen. Und deswegen macht es jetzt auch, glaube ich, keinen Sinn, da irgendwie viel mehr dran festzuhalten. Ich gucke mal hier auf einen. Nee, den müssen wir rausnehmen. Der muss da raus. Der kommt mir zu blöd wieder hier runter. Das war jetzt nochmal kurz eine Nullnummer. Scheint sich den Kopf gestoßen zu haben. Ja, na gut, vor den News ist es halt immer Ja. teilweise abwartend oder schon vorausrennend. In dem Fall sieht man jetzt noch ein Ja. bisschen defensiv. Aber gut, hast ja gesagt, okay, du wartest jetzt gar nicht, bis er abgeholt wird, sondern in erster Linie hätte er jetzt durchspucken können, aber hat er nicht Ja, hat er getan. aber nicht. Ja, deswegen habe ich den jetzt hier mit 0 wieder rausgenommen. So wären es jetzt halt minus 5 gewesen. 0 ist besser, finde ich. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Test von der. Moment, die mache ich auch mal an. Mal gucken, was wir da haben. Das ist auch der R2, also was halt gut funktioniert für solche Einstiege, ist entsprechend auch Stundenpivots. Die kann man hier einblenden im StereoTrader. Einfach auf PH und dann werden die angezeigt. Das war jetzt eigentlich schon gerade wieder fahrlässig, dass ich das nicht gemacht habe, aber das kommt dann eben davon, wenn man zu viel auch die ganze Zeit halt redet. Dann Reden muss, übersieht ne? man immer ein Das ist immer bisschen. das, was man natürlich dir abverlangen, Dirk, aber erstmal, also sehr toll, aber PH heißt Ja. praktisch Pivot Hour, oder was? Genau, Ah ja. richtig. Und hier haben wir jetzt halt zum Beispiel halt der R1 da unten, den haben wir jetzt hier, ja, aber auch vorhin schön gesehen, genau dort getestet. So, 55, jetzt ist jetzt halt die letzte Chance. Aber, was habe ich vorhin gesagt? So, das ist der Entscheidungsbereich. Guck dir an, wo wir da stehen. Das ist halt einfach, da musst du halt drüber schließen, damit das was werden soll. Das ist halt einfach genau das Ding. Und deswegen ist es halt auch relativ ungefährlich, halt da so drauf zu bauen. Der kann natürlich jetzt hier rausziehen. Das soll er von mir aus machen. Er kann mich aber auch gerne abholen. Ich muss jetzt nur mal gucken. Wenn wir jetzt hier irgendwie gleich News haben, dann wäre das hier natürlich jetzt schon so ein Kandidat zum Durchknallen, ne, da oben. Also hier mit dem letzten Impuls von der Kerze. Ich glaube, das kann man tatsächlich mal irgendwie riskieren. Ich bin jetzt hier auf 1 Minute. Beziehungsweise ich gehe hier direkt Market nochmal rein, nehme den hier raus. Also ich mache jetzt hier quasi eine Re-Entry von dem alten Punkt. Aber ein bisschen höher bist du jetzt rein, Also, ne? ja, klar. Aber das macht ja nichts. Neben dem, dass der Trade jetzt läuft, der Hans-Joachim fragt gerade, die 8-Uhr-Kerze war ja schwarz. War die Kassaeröffnung? Und der jetzige Anstieg, könnte das jetzt ein Fake sein oder wie interpretierst du das, fragt Hans-Joachim. Klar, die kann komplett hier runterknallen.
Also logisch. Also er muss ja, wie gesagt, um das Ding hier auszuhebeln, muss er ja drüber schließen. So, ich habe jetzt auch den, der Einstieg war jetzt dann doch nicht so klug. Ich habe den jetzt auch mal kurz hier nochmal korrigiert unter den Entscheidungspunkt. Wenigstens mal knapp drunter. Und Und dass du jetzt hier den auf eine Ausbruch, Minute. Entschuldigung, dass du den Aus, Entschuldigung, Dirk, dass ich reinhakse, aber dass du jetzt den Ausbruch da oben rausnimmst, da wo jetzt das Beilimit ist, dass du jetzt gewartet hast, bis die Kerze sozusagen ein neues Hoch macht, also direkt ein signifikantes neues Hoch, dass du sozusagen den Ausbruch handelst. Also bist du jetzt schon mittendrin in der Bewegung, also bist du jetzt sozusagen im Tauziehen gerade, genau da. Wäre das. Ja, genau. Ja, das wäre dann eher der zweite Punkt. Also den hier halte ich halt eigentlich für ungefährlicher, weil er halt eben noch nicht da oben ist. Und ganz oft ist es ja eben so, da wird ein kleines neues Hoch gemacht und dann geht es wieder runter. Und das ist mir eigentlich zu heiß. Also ich würde dann hier oben eher eine Pyramide reingeben und die bin ich auch schnell wieder los, ja, wenn es sein muss. Aber halt am Hoch reingehen, da muss man das Risiko immer so arg hochschrauben dann eben. Also von der Punktestrecke her. Ja, klar. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Entweder veräppelt er mich jetzt hier oder wir kriegen den Schlussimpuls von der Stunde. Also zu den News wird es auf jeden Fall jetzt passen, wenn er einmal da oben rausturnt. Ich habe auch hier oben die 272 habe ich mal weggenommen. Bin mal gespannt, ob die News überhaupt was können. Die habe ich mal weggenommen. Das wäre aber auf jeden Fall so ein Kandidat. Und da oben, die habe ich jetzt auch als Reverse deklariert. Und sieht man auch, da wird angezeigt, Reverse heißt Gegenposition schließen. Das heißt also, wenn ich einen Abschlussimpuls bekomme hier mit der Stundenkerze und wenn der bis da oben hin tatsächlich laufen sollte, keine Ahnung, dann würde ich da oben halt nach Short drehen. Also automatisch, ne? Eben durch diese Reverse Order. Normalerweise würde die hier in dem Modus, das ist der Stereo Future Modus, also für den MetaTrader ist das immer so ein bisschen ungewohnt. Hier werden alle Positionen verrechnet. Das heißt, also hier gibt es keine Einzelorders, wenn ich hier mehrere reingebe. Und dann wird das Ganze, ein Paket wird dann halt miteinander verrechnet und ich handle immer nur den Break-Even. Ich habe jetzt zwar hier irgendwie eine kleine Position drin, irgendwie mit zwei Kontrakten. Und aber sobald ich jetzt die nächste reingebe, also hier oben, wenn die jetzt zum Beispiel halt getriggert wird, und dann wäre mein Break-Even entsprechend hier in dem mittleren Bereich. Deswegen muss man die auch als Reverse deklarieren, weil die würde dann halt. Ansonsten würde die einfach nur verrechnet werden. Und so wird die halt mit eben die Long-Abteilung geschlossen und Short wird eben aufgemacht. So, jetzt hängt er hier genau da dran, aber immer noch schön über dem Entscheidungspunkt. Ich kann das hier mal ein bisschen genauer einzeichnen. Ein paar Sekunden haben wir noch. Dann machen wir da mal eine schicke Linie hin. Machen wir die doch mal grün. Das hilft bestimmt. Meinst du die Anziehung? Da bin Ja, ich mal dann weiß er gespannt. auch, was die zu bedeuten hat. Ich meine, der DAX kann ja nicht wissen, was ich mit der Linie will, wenn ich ihr keine Farbe gebe. Aber bei Grün weiß er doch, da soll er hoch. Müsste mir auch mal ein bisschen helfen Klassische hier. Supportlinie, ja. Ja, bin mal Ja, gespannt. Jetzt genau. IFO, der IFO, also wie gesagt, machen News-Nachrichten oder Nachrichten in News, da wissen wir wohl alle, dass die News immer so interpretiert werden, dass sie zum Kurs passen. Wird schlechter oder schwächer erwartet, also wenn jetzt eine positive Überraschung kommt an Daten, also besser, dann könnte es jetzt gleich zur Sache gehen. Mal gucken. Manchmal hat man ja auch so einen buchstäblichen Non-Event, so wie praktisch Ja, jetzt. Dass man genau. letztlich, das hat man zuletzt auch häufiger gesehen, gerade so den Non-Farm-Payrolls, da gab es schon immer Bewegung, ja, aber insbesondere bei den Ersterträgen auf Arbeitslosenhilfen, Donnerstag immer 14:30 Uhr, da So, gab es jetzt muss früher. man halt aufpassen. So, jetzt haben wir nämlich nicht, dass Jetzt wir machen. hier halt einen Fake-Breakout kriegen. Also hier ist der R1, der ist jetzt lustigerweise genau an der 272. So, ich habe nämlich hier die Pyramide, die ist jetzt hier auch schon rein, wie man sieht. So, und das wäre jetzt auf jeden Fall ein Punkt, den soll er jetzt bitte mal mindestens erreichen. Dort oben würde ich die Pyramide auch wieder rausgeben, weil das hier nicht Bums genug hat für meine Begriffe. Und was jetzt natürlich auch passieren kann, das wäre natürlich echt ärgerlich, wenn er einfach hier, das ist genau, was ich vorhin gemeint habe, kurzes Hoch und dann doch wieder runter. Kann passieren, ja. Und deswegen musste ich dich da jetzt kurz unterbrechen, aber ich muss mich da jetzt mal kurz Gottes Willen, besammeln. es gehört dir, das ist Ja. auch richtig. Ich dachte, es wird ein Non-Event, aber dann spritzte der Euro zum einen nach oben und jetzt der DAX dann in dem Zusammenhang auch. Völlig in Ordnung, dafür sind wir ja hier.
So, mal gucken, wie weiter kommt. Also hier oben wird man jetzt auch sehen. Also ich bin jetzt hier, wie man sieht, sind zwei Kontrakte sind jetzt drin. Long, das ist jetzt mein Break-Even. Da sind die einzelnen Einstiege gewesen. Hier würde jetzt die Hälfte nochmal rausgenommen werden, wenn er dann dahin kommt. Und hier oben entsprechend gedreht. Ja, eine Minute sieht doch nett aus. Keine komische Kerze. Aber irgendwie nachhaltig ist auch anders. Komm, Dax, das lasse ich mir nicht so bitten. Wenigstens ein bisschen da oben noch. Und dann kannst du ja machen, was du willst. Ja, das ist klar, die Steht hier Fake-Out, rein. die hat es auch immer gern. Ja. Sieht auch gerade schon fast danach aus. Ja, ist es so schön, ne? Die Katze muss erst mal Das schließen. sieht schon fast danach aus. Also hier 5 Minuten, gut bis da unten hin. Davon natürlich, das wäre der Anfang vom Ausbruch. Oh, ein Gap. Das ist eigentlich gut. Weil der DAX ist ja ein Deutscher, ein ordentlicher. Der räumt ja auf. Also von Muss daher. schließen. Habe ich auch so noch nicht gehört, aber gut, ja, es ist, schau an, kommt schon wieder zurück. Ja, das ist eigentlich ist das jetzt halt, das ist oft ganz, ganz nett, wenn er sowas macht, um dann halt eben da aufzuräumen, dann eben doch nach oben zu laufen. Ich bin ja auch long, ja, das darf er jetzt ja auch machen. Das ist ja auch Würde dich völlig nicht in stören, Ordnung. das stimmt wohl. Ja. Aber trotzdem ist es schon ein bisschen, zeigt dann eben auch, wie illiquide das hier gerade ist. Ne? Also jetzt ohne das Future-Volumen zu kennen, aber das sehe ich auch mit bloßem Auge, dass da nichts los ist. Da war dann halt irgendwie mal eine nette Order, also oben hingehüpft und das war's dann, da kommt jetzt keiner mehr. Und das hat eben, wie du ja am Anfang auch schon gesagt hast, ne, typisch für den Sommer halt eben auch, dass dann halt mal eben auch illiquide zugeht. Die So, Liquidität zu Loch hat er ruhigen. zu, hat fein aufgeräumt hier. Mal gucken, ob er noch da oben weiterläuft oder ob es das war. Aber du stoppst auch häufig intuitiv. Also ich sag mal, es ist auch so ein Punkt wie vorhin, wo du sagst, hey, jetzt kommt er zurück, dann sag mal, drückst du den Ja. Button nach dem Motto, komm, das ist jetzt hier nichts mehr. Raus damit. Ja, klar. Also was heißt intuitiv? Ja, klar, es ist wahrscheinlich schon viel intuitiv, ja. Und hier jetzt auch, wenn das zu lange dauert, ne, dann, wobei da ja auch immer die Frage ist, definiere zu lange. Ja, also zu lange ist, wenn es wirklich der Letzte gesehen hat, oh, DAX geht hoch, dann gehe ich long. Dann geht er natürlich nicht mehr long. Das ist klar. Aber hier ist jetzt auf der anderen Seite, hier kann man jetzt schon fast wieder würfeln, weil es ist halt ein Widerstandsbereich, klar, hat man ja auch hier gesehen. Kann man natürlich jetzt sagen, gut, statistisch 1, 2, 3 Mal gehalten, hält auch 4 Mal. Und das ist so ein bisschen arg viel Interpretation. Ich tippe halt jetzt hier einfach nur, deswegen habe ich das jetzt auch gemacht, auf den Impuls, eben auf den Fortsetzungsimpuls, also zumindest mal noch ein Stückchen, aber wenn er zu lange macht, dann vergesse ich das. Ja, So, man weil muss die ja sagen, 5 Minuten kannst du die wirklich. News sind ja jetzt auch durch, ne? Also ist ja besser rausgekommen als Jo. erwartet. Jo, also die Richtung hat gestimmt, ne? Ich meine, auch hier mit dem Abschlussimpuls hat auch gestimmt, aber da oben, wenn das jetzt so wieder wird wie gestern, ja, dann machen wir hier heute vorzeitiges Ende. Weil wenn der halt solche Bereiche nicht erreicht, ja, das ist der Klassiker halt einfach, also dass da die Orders dann auch zu finden sind. Und also eben halt an genau diesen Punkten. Also weil das ist jetzt der erste, da ist ja sonst nichts, also jetzt nichts, was ich zumindest hier irgendwie erkenne, was da halt irgendwie bremsen sollte. Und es braucht irgendwie schon einen vernünftigen Punkt. Klar war jetzt hier der Peak, wobei der auch noch nicht ganz stimmt, so wie ich das sehe. Da fehlt auch noch ein kleines Stückchen. Du hast letztes Mal auch den Euro getradet. Hast du den heute Genau. auch unter Umständen nochmal auf Augen oder hast du den auf einem anderen Bildschirm oder guckst du heute gar nicht auf den Euro? Nur so rein informativ gefragt. Also heute Morgen jetzt erstmal nicht. Also muss man nachher vielleicht mal angucken. Den habe ich momentan nicht so wirklich auf dem Schirm, weil den hatte ich letzten Donnerstag auf dem Schirm zu den EZ oder Freitag, nee, wann war es denn eigentlich? Zu Donnerstag. den EZB-News. Da hatte ich den schon auf dem Schirm, habe ich aber den Long Entry auch um irgendwie 3, 4 Pip verpasst. Ja. Und der habe ich den nicht so wirklich auf dem Schirm. Habe nur gesehen, der bastelt ein lustiges Hütchen da oben. Können wir ja gleich mal drauf gucken, auch ob mir dazu was einfällt. So.
Aber er nimmt ja, also zumindest nimmt es Gestalt an. Es dauert zwar länger als erwartet, ja, aber ich sage mal, grundsätzlich ist es ja nicht die verkehrte Richtung, die wir jetzt gerade sehen. So, der muss jetzt aber hier langsam mal ran. Ja, aber das heißt halt dann nichts, ne? Hier kein neues Hoch ist auch nicht schön. Es ist halt irgendwie, oh, die Wohler ist unterirdisch. So, und hier D1, wie gesagt, da oben haben wir den Main Pivot bei 83. Das ist der hier. Genau. Den würde ich nicht handeln, sondern eben darüber die 292. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht stehen wir ja bis heute Nachmittag da oben. Ja, die Zeit spielt dann In für dem uns Fall vorbei. sozusagen. Aber Dirk, wichtiger Punkt, vielleicht auch interessant für die Teilnehmer. Hast du so eine Art Time-Stop, wo eine Bewegung abgeschlossen sein sollte? Gerade weil du sagst, wir können auch bis heute Nachmittag letztlich hier warten, bis der Punkt erreicht wird. Oder sagst du eben hier nach Perioden X, Ente halt Ente? Also klar, also ich meine, es Also hast du da statistisch ich so einen versuche. festen Wert, wo du sagst, bis dahin sollte es gelaufen sein? Ich meine, intuitiv ist es ja eh so, wo du sagst, okay, das wirkt jetzt nicht mehr so positiv, aber so Nee, statistisch. es muss einfach zum nächsten, also ich arbeite von Timeframe zu Timeframe und das hier muss zum nächsten passen. Also wir sind jetzt hier, ich habe zwar 5 Minuten auf, ist aber irrelevant, wir sind auf 15 jetzt, weil 15 ist die nächste größere, die fertig wird. So, und das heißt, er sollte es zumindest bis zur nächsten 15-Minuten-Kerze, sollte das da oben erledigt haben. Weil ansonsten wird das nichts mehr. Beziehungsweise, wenn die zu weit runterkommt, wird es halt auch nichts mehr. Und weil das muss ja schon passen. Also genauso wie was für die Stundenkerze gilt, gilt für jede andere Kerze auch. Es ist immer am Anfang und am Ende. So, wir haben jetzt am Anfang eine Bewegung gehabt in der 15-Minuten-Kerze und wir brauchen die jetzt am Ende auch nochmal. Und deswegen wäre das so der Punkt, wo ich dann auf jeden Fall sage, gut, wenn er das irgendwie bis dahin auch noch nicht erledigt hat, dann mache ich da lieber mal einen Haken dran. Und entsprechend das nächste, was kommt, ist die 30-Minuten-Kerze, wobei die 10:30 Uhr halte ich für nicht so wichtig, weil die 11 Uhr, der Stundenschluss von der 11-Uhr-Kerze ist viel wichtiger, weil da ja auch die Asiaten aus dem Markt aussteigen und man ja da auch immer wiederum ein bisschen mehr Bewegung hat. Und dann ganz wichtig, vor allen Dingen H4. Der ist, wie gesagt, das ist mein Kandidat eben für 12 Uhr. Ganz klar. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte heute Morgen gesagt, ab 272 wird es eng für Short. Und beziehungsweise darüber wird es eng für Short. Und da bin ich jetzt halt wirklich mal gespannt, was da passiert. Und vielleicht kriegen wir hier tatsächlich jetzt auch schon den Squeeze. Also es ist möglich. So, zack, da geht's hoch. Oder war der Trailing Stop drin? Oh, ist okay. Gut. So, erstmal flat. Bin hier ausgestoppt worden durch meinen Trailing Stop, ist aber okay. In der Future-Funktion Und würde, sozusagen. genau, der war jetzt hier eingestellt auf 20 Punkte mit einem Abstand von 2 in einem Tick Average. Hat man ja, ging gerade sehr schnell, hat man ja gesehen. Ich könnte jetzt natürlich nochmal irgendwie einen aufmachen. So, aber da oben den machen wir ganz eng. Der kriegt definitiv nicht mehr als 5 Punkte und auch keine Bedenkzeit. Also das wäre dann auch der R2 hier, das passt ja auch lustigerweise gerade genau zusammen mit der 292 und wäre eine Übertreibung von dem Pivotpunkt. Und das matcht ja schon alles ganz nett. So, mal gucken, was haben wir da Frage, also gerade ist kurz verdient? Ja, 74 Euro, ist okay. sauber. Oliver fragt gerade nach, gibt es im SEO Trader auch einen automatischen Stopp zu einer bestimmten Zeit? Eine was? Einen automatischen Stopp zu einer bestimmten Zeit. Ja, klar. Kann man hier einstellen. Also die Handelszeit einfach einstellen von bis. Kann ich hier einfach eintragen. 8 Uhr bis 22 Uhr. Und wenn das aktiviert ist und dann wirft er mir alle Orders raus und stellt glatt um Punkt 22. Oder kann natürlich auch genauso gut auf 21,59 stellen. Klar. Nee, das Sauber. geht. Sirius, GIF, wenn ich das richtig ausspreche, Grüße. Den Australdollar, US-Dollar, ich glaube, das ist nicht so ein Vehikel für Dirk. Den werden wir morgen im JFD-Devisenradar-Webinar aber besprechen können. 15 bis 16 Uhr, wenn du Lust hast, meldest du dich auf unserer Webseite morgen dafür an. Das JFD-Devisenradar-Webinar, da werden wir den Australdollar auf jeden Fall unter die Lupe nehmen. Ich denke, der ist jetzt, also Australdollar, US-Dollar, das Währungspaar Aussie, ist jetzt nichts, wo du drauf schaust, oder Dirk? Nee, gar Überhaupt nicht, nicht, würde ich siehst du. Also sagen. erstmal Währung und dann Währung hast du eigentlich nur Euro-Dollar im Fokus, oder?
Ja, genau. Okay, also wie gesagt, da, Syris, schau mal auf unsere Website morgen, JFD-Devisenradar, da werden wir den Ossi, wie er denn auch so in Händlerkreisen heißt, auf jeden Fall mal anschauen. Was man jetzt vorhin, glaube ich, gar nicht auch so richtig gesehen hat, ist, er ist ja hier über die 272, da war ja eine Short Order, ne? Und das ging natürlich jetzt alles so ein bisschen arg schnell. Und das war übrigens für die, die den Stereo Trader nicht kennen, eine Limit Pullback Order. Das heißt, das ist keine normale Limit Order, die hier lag bei 272, sondern eine Pullback. Und die wird immer erst gefüllt, wenn es einen Rücklauf geht. Und der hat die vorhin mit nach oben gezogen, hier ein Stück weit eben auch. Und das ist ein bisschen schade, dass man das ist vorhin so ein bisschen untergegangen ist, weil der Trail ist dann direkt hinterhergekommen. Und das ist aber halt, also wenn ich jetzt hier short, nur short gewesen wäre, ja, und hätte den Long vorher gar nicht aufgemacht, wäre ich ja nicht im Minus, sondern weil er die Order mit nach oben gezogen hat, im Rücklauf entsprechend erst gefüllt hat, gibt mir das natürlich, nimmt mir das Risiko raus an der Stelle. Also wenn so ein Punkt jetzt nicht genau stimmt, wie jetzt hier zum Beispiel, ja, wo der einfach dann halt ein bisschen drüber gelaufen ist, habe ich dann halt da an der Stelle mal viel, viel geringeres Risiko, weil ich ja, wie gesagt, in der ersten Gegenzuckung dann weg bin. Und ich hätte den jetzt hier völlig stressfrei mit null wieder rausnehmen können. Und hätte man hier aber jetzt eine normale Limit gesetzt, würde man die ganze Zeit hier im Minus rumhängen. Das ist übrigens auch eine Funktion von, die auch von den Usern vom Stereo-Trader, glaube ich, wirklich geliebt wird, weil die halt einfach echt so viel Risiko rausnimmt und so oft so viel besser den Einstieg macht. Aber ich habe jetzt leider hier die Statistik gelöscht. Das war natürlich jetzt dämlich, weil dann hätte man hier nämlich genauer gesehen, wie viele Punkte das im Endeffekt waren. Aber ich kann das irgendwie ja nochmal zeigen. Ich mache mal eine ganz kleine hier zum Beispiel mit 10 Cent pro Punkt, nur damit man das mal sieht. Wenn er da jetzt hochspuckt, sozusagen. Genau, wenn der jetzt nämlich da drüber läuft, dann wird er die mit hochziehen. Und ich schätze eh, dass wir bis da oben zur 292 laufen. Aber jetzt nur für Demonstrationszwecke, wie gesagt, hier nur 10 Cent pro Punkt. Hier ist nichts, was weh tut. So, aber hier bekomme ich jetzt trotzdem langsam in den Bereich, vor dem ich selber gewarnt habe. Von daher muss ich da jetzt sowieso aufpassen. Wie gesagt, einmal eine Reaktion hier ist denkbar, Rücksetzer da drauf und dann da oben durch, wäre schon so eine Nummer, die funktionieren kann. Weil das ist, wie gesagt, das ist die 12-Uhr-Kerze hier unten im H4. Die hat noch eine Stunde Zeit und man sieht ja, wo die mittlerweile drinsteckt. Und wenn die Lust hat, dann ist das ganze Ding hier in einem Rutsch weg. Das heißt, da stehen wir ganz schnell auch bei 12.400. Und da werden dann halt wirklich die Bären gefressen, sozusagen. Dann kannst du einen kleinen Squeeze geben, ha? Ja, der wäre nicht so klein, ne? Das sind 130 Punkte. Das ist schon übel, weil ich will, klar, da kann man nachher sagen, ja, das ist, weil da Shorts waren und da Shorts waren und da Shorts waren. Ja, klar, passt ja halt auch alles zusammen, ne? Aber es ist eben nur rein, es ist eine typische Price Action, also wie ich sie halt handle, wo ich das halt immer wieder beobachte, dass lange Kerzen, wenn es ein bisschen gedauert hat, bis die irgendwo korrigiert werden, wird das oft in einem Rutsch gemacht. Und da wird nicht lange rumgefackelt, sondern dann, das geht dann in einer Runde hoch. Wir haben jetzt natürlich noch 2 Stunden bis dahin. Solange werden wir hier jetzt auch nicht im Webinar sein, aber kann ja jeder nachher, der hier dabei ist, selber mal nachher beobachten, was passiert um 12. Ist gut denkbar. Also ich will nicht sagen, so oder so gebe ich ja hier keine Empfehlung ab, wer wo was handeln soll. Aber was ich sage ist, seid vorsichtig mit Short in dem Bereich hier, wenn es in Richtung 300 geht. Das war übrigens auch ein guter Punkt, zweierlei gleich. Zum einen natürlich Risk-Disclaimer, ja, da kann jeder hier natürlich die Lauscher aufstellen, dass das hier sozusagen dein eigenes Risiko ist, dein eigener Handel. Du gibst hier keine Handelsempfehlung, sondern lässt dir eben über die Schulter schauen, ja, und rufst ihn auch nicht zum Nachhandeln auf. Jeder ist sich dessen bewusst, dass das Risiko, wenn er selbst den Button drückt, natürlich bei ihm selber liegt. Also hier Disclaimer, jeder handelt auf eigenes Risiko und soll natürlich genau wissen, dass gehebeltes Trading auch gefährlich sein kann. Andererseits natürlich auch der Hinweis, wir haben, theoretisch könnten wir bis 12 machen, ja, aber wir müssen auch dann einen kleinen Break machen, eine Mittagspause. Der Dirk muss auch mal Luft holen, beziehungsweise seinen Hals ölen. 14, 15 werden wir auf jeden Fall weitermachen. Da gibt es dann die zweite Session, den Nachmittagspart sozusagen, nice to know für alle, die dabei sind, ist derselbe Link, einfach 14:15 dabei sein und dann werden wir mal sehen, was heute ab 14:30 dann so passiert. Wir haben ja vorhin die News uns mal angeschaut, da kommt zwar erst 16 Uhr was rein,
14:30 heute leider nicht im vorbörslichen Handel, aber vielleicht sehen wir dann noch ein bisschen Action beim Dow Jones oder dann am Nachmittag beim DAX. 16 Uhr könnte es aber, wie gesagt, zur Sache gehen und da werden wir auch wieder live dabei sein. Das nur mal als Info. Und das Webinar wird, wie gesagt, sowohl jetzt als auch am Nachmittag aufgezeichnet. So, jetzt scheint da mal. Ja, war ja gar nicht so blöd, ne? Die 272, nee. Passiert ja was da. Interessant. Und, bitte? Interessant, sage ich. Ja. Und wie gesagt, das war halt, war ja schon da, bevor der R1 hier war, also der Stundenwiderstand, einfach nur die Extension von der Stundenkerze, die es gestern da irgendwie rausgerissen hat. Schon witzig, ne? Das ist schon ein bisschen lustig. Vor allen Dingen ist dann auch der Pivot dann da gerade abschließt. Also manchmal frage ich mich wirklich, was die Algos da treiben, weil es ist ja kein Zufall, ja. Also ich habe auch jetzt, ich wüsste auch nicht, wo ich die sonst einsortieren soll, jetzt genau den Punkt. Klar haben wir hier halt irgendwo auch den Peak. Gut, das sitzt jetzt einen Punkt irgendwie tiefer. Und aber gut, dann stellt sich auf der anderen Seite auch nochmal die Frage, warum passt bitte die 161,8 genau zu dem Peak von der Stundenkerze da unten, die es hier rausgerissen hat. Ja. Also da kommen halt ganz viele Sachen zusammen und das ist so immer, hat immer so ein bisschen was, ich weiß nicht, wo ich das einsortieren soll, aber offensichtlich ist es so, dass halt die, ich meine, die Algorithmen, die ja dann halt eben auch teilweise die, oder nicht nur, aber dann eben auch doch in großen Teilen da die Pakete in den Markt schieben, die müssen ja auch auf irgendwas abgestellt sein. Und ich glaube, dass halt schon, dass da die Logiken halt auch nicht so von dem abweichen, was man halt so kennt. Ja, also sei es jetzt irgendwie Pivots oder halt dann eben auch Fibos, nur dass die halt da ein bisschen anders rangehen, ein bisschen vorausschauender. Und weil irgendwie so Fibos vom Hoch zum Tief und dann Reaktionspunkte da irgendwie ausloten, ja, das funktioniert auch schon mal, ja, aber ist aber auch immer so was jeder sieht. Und wenn es so lange dauert, funktioniert es eben meistens halt auch nicht. Weil es halt eben dann auch wiederum jeder kennt. Und deswegen, ich versuche immer so Sachen zu vermeiden, die jetzt so die Klassiker sind eben auch, die man dann auch so in Lehrbüchern und so weiter lernt, wie man damit umgeht. Sondern versuche immer eher, die Tendenz dafür auszuloten. Also kann sich das jetzt hier auch einfach mal auf markttechnischer Basis das Ganze mal betrachten. Ich mache das mal ein bisschen größer, um das auch mal ein bisschen zu erklären, was hier passiert. Also wir haben hier, klar, das war das wahrscheinlich vorhin, was gemeint war mit inverse SKS, ne, da unten. Und aber da auch ganz kurz mal ein Ausschweifer zur Markttechnik. Was ist eine SKS? Eine SKS ist nichts anderes als eine Trendumkehr gestaffelt in Zeiteinheiten. Das heißt, die fängt irgendwo an bei jetzt hier wahrscheinlich 5 Minuten. Ich bin jetzt zwar hier auf 15, aber kann es ja auch so erklären. Wir haben eine Abwärtsbewegung im Tageschart, wir haben eine Abwärtsbewegung im 4-Stunden-Chart. Das Ganze bremst da unten irgendwo und der 15 Minuten ist der erste, oder auf einer Minute wahrscheinlich, dann der erste, der umdreht. Die 15-Minuten-Kerzen sieht man ja hier, die steigen ja immer weiter. Folglich ist es natürlich so, dass der 30 Minuten entsprechend dazu passt, also dort dann auch die Umkehr fortgesetzt wird. Das ganze Spiel geht weiter auf Stundenchart. Ebenfalls eine Fortsetzung, das heißt, eine SKS ist nichts anderes als eine Trendumkehr in verschiedenen Zeiteinheiten, die halt dann eben synchron passieren. Nichts anderes. Und mache das hier mal ein bisschen enger, um das auch nochmal zu sehen. So, was haben wir hier gehabt? Wir haben halt hier einen Bruch eben von dem letzten Korrekturversuch, wenn ich nur mal da oben anfange, ich könnte es natürlich noch weiter oben anfangen, aber wohl kann man ja auch mal machen. Also ich fange mal hier an, also hier war augenscheinlich, war hier auch nochmal, da war eine Abwärtsbewegung, da haben wir eine relativ schlappe Aufwärtsbewegung, wie man sieht. Und das eben auch vorhin zum Volumen, ja, das am Volumen würde man hier erkennen, ich blende es einfach mal ein, da wird man das wahrscheinlich auch sehen. Und so, das sieht man nämlich hier, wir haben hier deutliches Volumen im Abverkauf, ja, also hier hohes Volumen und dann nimmt das Volumen ab und er fängt an zu steigen. Ja, und kaum kommt Volumen auf, geht es nochmal runter. Und hier nochmal das Gleiche, abnehmendes Volumen steigt. Und sowas
Das war ja gerade das, was ich vorhin gemeint habe. Ich brauche das Volumen eigentlich nicht, sehe es auch so. Ja, weil der Anstieg ist ja wesentlich flacher als der Abfall. Und das ist, geht eigentlich immer einher mit dem, was im Volumen passiert, nämlich dass die Anstiege wenig Volumen haben, aber die Abverkäufe, wie man hier sieht, die haben halt das größere Volumen. Und das auch nochmal ganz kurz zu demonstrieren. So, und markttechnisch ist es halt so, wir kommen da oben runter, er hat hier einen Korrekturversuch gestartet. Und da war halt so eine Bewegung, wir sind hier mittlerweile im Stundenchart, das heißt, es ging schon ein paar Punkte höher hier, ne? Also hier unten angefangen, irgendwo bei 12.500 ist dann gelaufen hier bis 12.580 etwa, also schon 80 Punkte. Das war ein Versuch, dann ging es nochmal runter und dann wurde nochmal versucht, halt dieses zu überbieten, hat nicht funktioniert, also folglich geht es weiter runter. Das heißt, wir haben hier nichts anderes als eine Trendbestätigung, ja, von dieser Abwärtsbewegung, weil hier das relativ hoch konnte nicht rausgenommen werden, also geht es nach unten weiter. Das hier ist dann, braucht man eigentlich gar nicht zu bewerten, was hier großartig passiert ist. Und dann haben wir hier halt einfach nur die Fortsetzung. Hier gab es nochmal so ein paar Versuche, alle nicht geglückt. Und hier an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind, ja, haben wir da auch nochmal hier so ein bisschen längeren Docht in der Kerze, hat auch nicht funktioniert, geht runter. Hier nochmal Korrekturversuch. Nicht mal bis an das relative Hoch hier ran, Fortsetzung. Einfach nur dieses ganz normale markttechnische Verhalten. So, und dann haben wir hier, das war dann das letzte relative Hoch, da sind wir nochmal hingelaufen. Das war ja dann halt eben gestern Abend, dann gab es jetzt hier nochmal minimal runter, hat aber hier unten den Bereich nicht mehr erreicht, auch nicht mehr das Tief von hier. Und folglich ist es dann halt eben auch naheliegend, den Ausbruch nach oben zu versuchen. Ja, und das ist eigentlich das, was ich eben gemacht habe. Halt den Versuch, das da rauszunehmen, zu handeln. Weil das lag so ein bisschen auf der Hand. Ja, also wir haben zwar hier eine Fortsetzung im Stundenchart um 8 Uhr gehabt, hier nach unten, aber die hat halt kein neues Tief gemacht. Und deswegen hatte ich heute Morgen ja auch gesagt und geschrieben, dann eher nach Korrekturpunkten irgendwie Ausschau halten, einfach weil es halt dann so ein bisschen auf der Hand liegt, ja, weil es halt hier, es gab keine neuen Tiefs mehr hier, da auch, das hatte ich ja vorhin auch gezeigt im 30-Minuten-Chart, wir hatten hier eine Abwärtsbewegung, die wurde sofort zurückgekauft, wieder hoch, das heißt, wir haben weder dieses Tief noch das absolute Tief hier unterschritten und immer eine Tendenz nach oben, immer nach oben. Der hier ist auch drüber geblieben, über diesem Tief. Das wäre ja mal auch mein Maximum gewesen. Das hätte er auch nicht mehr rausnehmen dürfen. Die Kassaschluss, das hatte ich ja auch vorhin auch gesagt. Und beziehungsweise im allerschlimmsten Fall, aber dann auch nur mit einem Impuls kurz runter und dann hoch, dann ist es auch okay. So, aber hat das sich ja alles eigentlich relativ sauber jetzt gemacht. Das heißt, aus diesem Punkt auch nicht mehr erreicht. Hier nur nochmal so ein halbherziges neues Tief. Und dann jetzt hier entsprechend auch mit den Versuch unternommen, da oben rauszukommen. Noch hat das nicht geschafft, aber, und das ist immer, versuche ich immer, das ist immer so meine Devise, ja, die Versuche zu erkennen, was liegt nah als nächstes, was könnte kommen. Und man hat es ja auch gesehen an der ersten Bewegung, schon nach der ersten halben Stunde, da ist eine Tendenz da, er versucht das Ding hier rauszunehmen, passt auch zu dem ganzen restlichen Gebilde hier. Aber weiter muss man das eigentlich auch gar nicht handeln. Also man sieht ja auch, der Exit hier, der war erstmal, war der klasse, weil jetzt kann er jetzt hier machen, was er will. Weil jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo ich natürlich auch ganz klar sage, was weiß denn ich, ob der jetzt hochgeht? Ich weiß es doch nicht, ja. Ich weiß, aber er hat es versucht und mehr wollte ich auch gar nicht erstmal. Und liegt schon nah, dass das jetzt passiert. Die Frage ist immer wieder, ab wo? Und wenn ich jetzt hier long gehe, zum Beispiel generell, müsste ich ja schon wieder meinen Stop, also wenn ich jetzt im Swing unterwegs bin, der gehört ja schon fast wieder hier unten drunter. Das heißt fast, der gehört hier unten drunter, weil das ist mein relatives Tief hier und das darf er eigentlich nicht mehr unterschreiten. Das sind aber dann auch wieder so die Schweinereien, kann man ja nicht anders nennen, die dann halt im Daytrading tagsüber passieren. Dann geht er dann trotzdem mal runter und geht dann wieder hoch. Passiert, ja, und da muss man dann halt irgendwie dranbleiben oder setzt den Stopp dann halt wirklich, wenn man ganz sicher gehen will, dann da unten hin. So, und wenn man darauf baut, dass wir irgendwie die 400 erreichen, also 12.400, würde das natürlich sogar noch zum CRV passen. Ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache, ob man das so handelt. Aber das halt eben nur mal halt zur Markttechnik, weil
Ich handle eigentlich nichts anderes als Markttechnik, nur so ein bisschen von hinten aufgezäumt. Das heißt, ich gucke, was ist plausibel, was könnte anstehen, was könnte irgendwie angegangen werden, was könnte er versuchen. Aber ich sage aber nicht, okay, wir laufen da jetzt hin und das passiert. Und so Prognosen gebe ich ganz, ganz ungern ab. Also das hier war jetzt plausibel. Alles andere muss man sehen, weil hier sieht natürlich jetzt jeder Blinde, oh, das Ding steigt, ich muss irgendwie long. So, das macht er als erstes, geht nicht mehr long. Ganz normal. Und dann muss jetzt erstmal wieder alles aus dem Markt raus, weil es darf ja grundsätzlich nie einer mitfahren, in keinem Bus, der hier abfährt. Und bis in welche Bereiche das geht, das muss man einfach mal sehen. Man sieht auch, ich habe auch hier eine Long Order platziert, hier unten. Warum? Ganz einfach, das ist mein Entscheidungspunkt. Der ist hier gar nicht eingezeichnet, zeichne ich da auch nochmal ein. Das ist der Entscheidungspunkt. So, weil es ging darum, vorhin mit dieser Kerze darum, die 8-Uhr-Bewegung rauszunehmen. So, und das ist eben die 4-6. Und bei 4-6 liegt meine Order noch dazu. Wäre das eben unterhalb der letzten Aufwärtsbewegung, also genau dort, wo wahrscheinlich dann wieder alle möglichen Leute irgendwie schon wieder ausgestoppt werden. Und das sind aber halt dann oft die besten Einstiege. Und was hat eben, was man auch sieht, ist hier, wir haben hier den Stundenpivot. Der liegt auch knapp drunter. Das heißt, da kann der auch nochmal hinlaufen. Das ist eigentlich jetzt nichts Außergewöhnliches, dass erstmal der Pivot Main auf Stundenbasis, der auch mal angelaufen wird und würde auch dazu passen. Ja, also wenn jetzt hier zügig runterkommt, mich da unten abholt und dann kann er wieder ganz gemütlich nach oben laufen. Weil die Abwärtsbewegung von 8 Uhr ist eigentlich eliminiert. So, und aber ab wo er die Bewegung jetzt fortsetzt, das weiß ich nicht. Und da hilft, da gibt es nur so ein bisschen Trial and Error. Also einfach halt versuchen, die Punkte auszuloten und eben solche Klassiker, ja, wie, ja, ich gehe hier long und setze meinen Stop unter das Tief von der letzten Kerze. Ja, genau so nicht. Ja, also das ist halt eben, das kann halt mal funktionieren. Aber das ist genau das, wo ich sage, nö, ich gehe erst da rein, wo man eigentlich dann den Stop setzt. Und weil letzten Endes die Kerze, je nachdem, wann die hier runtergepurzelt kommen, wir haben jetzt 10:30 Uhr, das heißt, die hat ja auch nochmal ein bisschen Zeit. Ist hier die 15-Minuten-Kerze. Und was da gerade passiert, auch mal aus Sicht der Markttechnik, ist nichts, weil das ist ein Innenstab. Innenstab von der Kerze, das ist ein Außenstab auf 15 Minuten und das ist ein Innenstab. Und Innenstab hat rein gar nichts zu sagen. Das ist Rauschen. Und der 15-Minuten-Chart, die Kerze wird aber versuchen, in der zu schließen, weil es ja nun mal halt eine Aufwärtsbewegung ist. Und deswegen auch ein Grund, lieber darunter irgendwie reinzugehen, weil je nachdem, wann das jetzt passiert, also wenn der zum Beispiel um 10:40 Uhr hier unten steht, und das heißt, ich hänge bis dahin hier mit einer 15-Minuten-Kerze da unten rein. Und wenn der um 10:40 Uhr da unten steht und um 10:45 Uhr endet die 15-Minuten-Kerze, jetzt ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wette ich aber zu 90%, dass der da oben anschließend wieder zumindest mal bis dahin läuft. Und dann werde ich auch in Ruhe entscheiden können, lasse ich das Ding drin oder nehme ich die paar Punkte hier mit. Das ist also eigentlich ein Scalping-Ansatz hier. Wie man das halt so machen kann, wie man eben auch die Timeframes verknüpft, ja. Und das heißt, man sieht ja hier gerade passiert, ja, das ist ein bisschen Korrektur. Man könnte jetzt auch hier long gehen. Also bitte keine Empfehlung, ja. Aber es ist eben genauso ein Bild, was im Scalping oft kommt, dass man halt eben eine Kerze hat, wie jetzt hier die 15 Minuten, und dann eine kommt dann runter und die nächste setzt es dann einfach fort. Das kann jetzt genauso gut passieren, ja. Sieht ja auch direkt, was er ja gemacht hat. Testet nochmal das neue Tief an und geht dann erstmal ein paar Punkte hoch. Das ist Scalping. Und muss jetzt aber auch nicht sein, dass der da oben durchläuft. Kann aber passieren. Dann habe ich den Einstieg hier verpasst. Macht aber nichts, ja. Dirk? Sondern ich bin ja hier erstmal, war ja schon soweit ganz gut unterwegs. Bitte? Dirk, ich habe noch eine Frage vom Oliver. Die kam allerdings schon, ich musste jetzt mal hochscrollen, was da noch so drin war. Und zwar fragt er, gibt es denn für den Stereo-Trader auch eine Testversion? Ja, generell kann man den halt auf Demokonten ohne Einschränkungen halt testen. Das heißt, es gibt keine extra Testversion, das ist die ganz normale Vollversion.
Und aber ohne Lizenz ist die generell eben auf Demokonten beschränkt. Das heißt, wenn man ein Demokonto bei JFD als Beispiel aufmacht und lädt sich den StereoTrader, kann man direkt damit loslegen. Und Der hat live auch müsste man übrigens noch. in die Lizenz übergehen. Bitte? Für den Live-Handel müsste man dann in die Lizenz übergehen. Genau, richtig. Aber ansonsten kann man den einfach runterladen, hat, da gibt es von Funktionen oder von der Version keinen Unterschied. Man kann aber auch übrigens, und da gibt es in meinem im YouTube-Channel gibt es da einige oder Webinare halt eben auch dazu. Man kann den auch in der Historie handeln. Das heißt, man muss den nicht unbedingt nur im Demo einsetzen, sondern kann eben auch in der Historie handeln und da eben auch die Funktionen recht gut und recht schnell kennenlernen. Und weil er kann schon einiges mehr als das bisschen, was man jetzt bis hier gesehen hat, der ist schon sehr komplex. Also was heißt komplett? Also unter der Haube steckt viel, also an der Oberfläche sieht man ja nicht viel hier. Das hält sich ja alles in Grenzen, wie man sieht. Aber da geht schon einiges. Der hat auch eine eigene Schnittstelle für Vollautomatisierung, für Teilautomatisierung, für Indikationen und so weiter und so fort. Es gibt auch einige Add-ons, die auch schon dabei sind, die man nutzen kann, die man dann nachher hier findet. Sei es jetzt für Skyping, für Korrelation, also alles Mögliche. Ein Tick-Chart gibt es nochmal separat dazu. Der StereoTrader ist halt sozusagen das Frontend, ja, also das, womit man dann halt letzten Endes in Berührung kommt. Mit dem MetaTrader hat man eigentlich nichts mehr zu tun, außer dass dort drüber die Anbindung an den Broker und das Charting läuft. Aber der ganze Handel mitsamt den ganzen Teilautomatisierung oder eben auch Vollautomatisierung, das läuft alles über den StereoTrader. Und da ist schon man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Wie gesagt, es gibt einige Webinare, aber der Funktionsumfang ist schon, ich glaube, am Anfang ein bisschen erschlagend. Aber es gibt wirklich, und das werden halt auch die User, die auch immer mehr werden, auch bestätigen. Es gibt wirklich einige Funktionen, die sind einfach echt Gold wert. Also die Limit Pullback Order, die wir jetzt leider vorher nicht gesehen haben, oder man hat sie schon gesehen, wir haben ja eine Aufzeichnung, man kann ja einfach mal zurückspulen Natürlich. und mal gucken, was da passiert ist. Da sieht man es ja dann schon. Das ist zum Beispiel eine Sache, weil die begrenzt ganz klar mein Risiko und verbessert auch ganz klar meinen Exit. Also ich kann eine Order hier im StereoTrader verwenden, um entweder mich einzukaufen in eine neue Position oder eben halt auch als Teilauflösung, ja. Vorhin war es ein Teilverkauf. Und in so einem Moment wird so eine Order mit so einem Pullback eigentlich genau genommen zu einem Teilverkauf mit einem eigenen Trailing Stop, wenn man so will. Und das sind so Geschichten, die halt einfach in Summe wirklich enorm viel bringen. Also wir haben Tage gehabt, wo dann zum Beispiel halt so ein Teilverkauf an einer Stelle war, wo andere zum Beispiel geshortet haben. Und wenn man dann so einen Squeeze kriegt, ja, das haben wir halt auch dann an dem Tag gehabt, auch da live in der Gruppe. Und das Ding ist 40 Punkte drüber gelaufen. Das heißt, ich bin 40 Punkte besser ausgeführt worden. 40, ja, das muss man sich erstmal überhaupt auf der Zunge zergehen lassen. 40 Punkte besser, wie wenn ich da normal rausgegangen wäre. Und das sind natürlich gerade im DAX, der gerne solche Spielchen auch macht, ist es definitiv ein Marktvorteil. Definitiv. Also, Also, das kann ich absolut ruhigen Gewissens behaupten. Ja, bitte. jetzt hast du die Lanze ja gebrochen. Da habe ich gleich noch ein paar Lanze dahingehend gebrochen, dass du den StereoTrader als solchen jetzt noch mal ein Stück erklärt oder dargestellt hast. Da fragt der Heinz, wo kann er ihn runterladen? Wie wäre da der Ablauf, um ihn eben dann zu testen? Kannst vielleicht gleich erläutern, im Hinterkopf behalten. Der Klaus sagt eben, das ist, glaube ich, einer aus deiner Gruppe. Zumindest nutzt er ihn wohl schon länger. Sagt, er will kein Blanko MT4 mehr haben. Also StereoTrader, wer ihn kennt und schätzt, wird ihn nicht mehr loslassen sozusagen. Andere Frage: Deutsches Handbuch, steht das schon zur Verfügung? Fragt der Heinz. Noch nicht, Ein anderer ist aber Heinz. in Arbeit. Ist Okay, in in Arbeit. Arbeit, Okay. das Thema, Und ja. dann der Klaus Also, fragt. was es aber gibt, ganz, ganz kurzer Einwand ist, es gibt ja mittlerweile die deutsche Version. Das heißt, also ich kann ja hier wählen zwischen Deutsch und Englisch. Und grundsätzlich, überall, wo ich die Maus drüber halte, ist überall eine Erklärung dabei. Also, es ist eigentlich schon fast alles erklärt, wenn man sich irgendwie fragt, was ist das denn, was ist das denn? Und es steht eigentlich immer schon dabei, so dass man halt da schon ganz gut, recht gut über die Runden kommt. Also selbst hier im Setup, ja, ist auch alles Mögliche erklärt. Ja, also von Das wegen ist toll. Handbuch.
Kommt aber trotzdem, ne? Also Okay, die und ich sag mal, Webinare sind ja eh du hast auch erlaubt, oder? viele Videos auf YouTube oder in Facebook hast du ja ohnehin Genau. da, wo man schauen kann. Und wie gesagt, wir Ja. werden da ja auch, sage ich mal, jetzt ab kommenden Montag den Stereotrader da mit bei uns darstellen. Insofern freue ich mich da auch, dass du sicherlich da auch hin und wieder zu einem Event oder zu einem Workshop uns dann wieder mal begleiten wirst. Eine andere Frage noch, was hat es denn mit den Money Lines auf sich? Die Moneylines, also der Algorithmus, jetzt ohne ihn in allen Details zu verraten, weil es ist ein eigener Algorithmus, es ist im Prinzip eine Betrachtung, eine rückwärts laufende Betrachtung bis zu 400 Tagen, die kleine Cluster sucht, auch eben volumenbasiert. Das heißt, die findet halt dann entsprechend Reaktionspunkte, die halt auch recht ordentlich funktionieren. Also jetzt ist natürlich auch immer die Frage, wo oder wie handelt man die Dinge? Also ich nutze sie zum Einstieg eigentlich weniger, wobei im Euro funktioniert das lustigerweise doch ganz gut. Aber halt zum Ausstieg ist es halt oft so. Ich kann die mal hier einblenden. Wir müssen ja hier eigentlich einige haben. Genau, also hier ist jetzt genau so eine Moneyline. Ja, das sieht man ja gerade auch. Und das funktioniert recht oft punktgenau, ne? Und wobei, wir hatten ja hier schon Reaktionen punktgenau, die muss jetzt nicht zweimal funktionieren. Haben wir da oben nicht auch nur eine? Weil die sind halt, je dicker die Moneyline ist, umso mehr Bedeutung hat die halt eben auch. Oder beziehungsweise umso höher ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit. Hier unten haben wir auch noch mal ein paar. Das sieht man ja auch, ne? Hier war eine Moneyline, genau drauf reagiert. Die hier ebenfalls. Und ja, das sind im Prinzip, was mir eben auffällt dabei ist immer, dass das matcht relativ genau mit Marken, die man halt eben in Börsenbriefen halt findet. Nur genauer. Na, da Also, weil es klar. ja halt einfach genauer eben errechnet ist. Also, das sind Mini-Clusterungen halt. Ne? Und Also hier, wie der. gesagt, das ist man. Bitte? Nee, fahr weiter. Wollte ich nicht unterbrechen, Dirk. Nee, man sieht ja halt, ne? Also. Gut, jetzt haben wir natürlich jetzt hier auch nochmal den Future Close. Aber halt, so, was haben wir jetzt? Genau, habe ich vorhin gesagt, ich wette zu 90%. Bin ich mal gespannt. So, jetzt sind wir genau hier, wobei den Pivot Main, den habe ich ja gesagt, den muss man hier, glaube ich, schon noch einplanen. 6 Punkte. So, 10:40 Uhr. Hier, Reaktion tritt unter die 15-Minuten-Kerze. Und wird nochmal da hochlaufen, weil er versuchen wird, innerhalb der Kerze zu schließen. Das So. sozusagen jetzt deine Spekulation darauf. Zack, genau, und raus, bitte. So, genau das, genau dieses Spiel. Da, wo die anderen ausgestoppt werden, gehe ich long. So, und das hat genau gepasst mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt, wenn wir um 10:40 Uhr da runterkommen, wird der zu 90% nochmal da oben reinlaufen, weil er nämlich diese Aufwärtsbewegung verteidigen wird. Und genau das haben wir gemacht. Also ich habe gerade, der Trade ist auch schon wieder zu. Ja, das waren jetzt irgendwie hier ganz schnell 25 Euro an der Stelle nochmal. Mit 4 Punkten. Quatsch, mit 4 € pro Punkt. So, weil weiter weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass eben halt das fast immer funktioniert. Also, dass wenn genau solche Bewegungen kommen, dass halt eben versucht wird, die Aufwärtsbewegung aufrechtzuerhalten, weil würde er jetzt hier drunter schließen, dann wäre die Aufwärtsbewegung ja schon wieder halt in Gefahr sozusagen. Und deswegen hat man da immer oder fast immer entsprechend auch eine Verteidigung von so einem Punkt. Und das war ja gerade ganz nett. Die Wette hätte ich gewonnen oder ich habe sie ja auch gewonnen gegen den Broker hier zumindest. Ah, nee, ihr wettet ja nicht gegen mich, gegen den Liquiditätsprovider habe ich sie gerade gewonnen. Gerade noch Und. die Kurve gekriegt. Aber ja, richtig ausgedrückt, hast recht. Der hat im Ja. Prinzip, wenn er sich jetzt nicht gehedged hat oder eine Gegenposition damit gematcht hat, tatsächlich dann das Nachsehen. Aber das war schon, sage ich mal, eine buchstäbliche Punktlandung, muss ich sagen. Und der Stopp war Ausgangsbasis wieder 5 Punkte, ne? Also Worst Genau, Case ja. sozusagen. Also wenn es jetzt schief gegangen wäre, hättest du den da Ja, im Prinzip rausgehauen. genau. Der Hans-Joachim fragt gerade, was die Lizenzkosten sind für den Stereo-Trader. 29,90 € im Monat. Genau. Und monatlich kündbar auch. Also es ist ein relativ flexibles Genau, Tool. Also ja. keine Abo-Falle, wie es so schön heißt. Ganz Nee, genau. und vor allen Dingen, das ist ja auch so ein Punkt, ja, weil, wo ich immer, ich meine, man kann ihn auch kaufen, ja, geht auch,
Aber grundsätzlich ist es ja halt auch so, deswegen halt auch das Mietmodell, weil ich habe auch nur was davon, wenn die Leute damit Geld verdienen. Sonst habe ich da nichts von. Also, und ich denke, dass das matcht ja auch ganz gut zusammen mit dem, was du ja am Anfang gesagt hast von euch. Ihr habt auch kein Interesse daran, dass Kunden Geld verlieren. Und weil wenn die Kunden Geld verlieren, und dann habe ich halt auch ganz schnell keine Kunden mehr. So mal ganz lapidar ausgedrückt, ja. Aber es Recht ist ja hast auch du. so. Und deswegen versuche ich auch keinen Blödsinn zu erzählen. Oder auch wenn es mir schwerfällt. Nein, für Spaß. Nein, aber deswegen versuche ich natürlich halt auch immer, ja, die Funktion halt eben auch wirklich dann auch immer live zu zeigen und damit die Leute auch sehen, okay, so ganz doof ist das ja nicht, was da halt drin ist. Und deswegen, ja, kurze Rede, langer Sinn, ich versuche das halt, oder es soll halt ein schönes Werkzeug sein, eben gemacht von jemand, der auch so ein bisschen kapiert, wie die Märkte funktionieren. Und daher kommen eben solche Geschichten wie Limit Pullback Order und oder halt eben Pivots und eben auch die Indikationen, die hier gezeigt werden und so weiter. Weil das hilft. Ganz simpel. So, aber jetzt sieht man hier, mal nochmal ganz kurz auf den Markt zurückzukommen. Ne? Jetzt sieht man hier auch gut, wir stehen genau wieder hier an der Entscheidungslinie. Versucht die zu, da halt irgendwo da drüber zu bleiben. Versucht den 15 Minuten aufrechtzuerhalten. Und das war eben genau wieder auch der Ansatz, wo ich vorhin sagte, ich weiß doch nicht, ob der weiterläuft. Ich weiß nur, er versucht es. Und genauso wie den Versuch, die letzte Aufwärtsbewegung aufrechtzuerhalten. Und deswegen bin ich da auch raus, weil vom Zeitpunkt her, wir sind jetzt 3 Minuten vor Ende der 15-Minuten-Kerze, wenn der jetzt da oben drin wieder schließt, ja, also innerhalb der letzten Aufwärtsbewegung, dann könnte man drüber nachdenken, da nochmal eine kleine Long-Position aufzumachen und den dann laufen zu lassen. Aber das hier, das ist ganz normales Marktverhalten, ja. Und das ist auch das, wo die Anfänger leider Gottes drauf reinfallen. Und auch was Lehrbücher, also die gehören echt verboten, manche, wo es dann halt irgendwie heißt, ja, unter dem letzten Tief von der Aufwärtsbewegung, als Beispiel wäre jetzt das hier gewesen. Wenn man das auf 5 Minuten aufdröselt, ja, bin ich einfach nur massiv gefischt worden. Und das ist aber eigentlich kein Phishing, wo dann viele mal glauben, so, ja, hier Absicht und nein, das ist einfach nur, das hängt einfach nur damit zusammen, weil in der 15-Minuten-Kerze kann ich auch eigentlich nur 15 Minuten weit denken und genauso in der Stundenkerze eine Stunde weit. Und wir haben jetzt aber hier nun mal 10:45 und als nächstes wird die Stundenkerze fertig und nicht mehr und nicht weniger, ja. Und klar, ist das hier jetzt nochmal kurz irgendwie beantwortet worden, beziehungsweise wurde nochmal versucht, das aufrechtzuerhalten. Aber die Priorität liegt jetzt im Stundenchart. Und die versucht natürlich, macht das mal hier drauf, damit wir das Bild hier ein bisschen größer haben. Und die macht ja auch gerade eigentlich nichts, ja, sondern hier war halt eben, da ist das letzte, die letzte Kerze rausgenommen worden, hier mit der Abwärtsbewegung. Der Punkt ist gerade angetestet worden. Das ist, wie gesagt, mein Entscheidungspunkt an der Stelle eben auch, der auch funktioniert, wie man sieht. Und versucht jetzt natürlich einfach auf einer Stunde drüber zu bleiben. Und da gibt es aber eben leider auch andere, die sagen, ey, nee, ich habe zu viele Shorts, das Ding muss runter. So, und dann kommen solche Bewegungen. Da steckt aber keine Absicht dahinter, jetzt irgendwelche Stops zu fischen. Ich sage halt nur, viele Sachen, die in Lehrbüchern stehen, funktionieren so nicht und kann man so nicht handeln. Und vor allen Dingen nicht in kleinen Timeframes, dann, weil wenn man mit kleinen Timeframes handelt, dann muss man auch seine Ziele im kleinen Timeframe suchen und kann nicht erwarten, dass ich im 5-Minuten-Chart, wo die Kerze 7 Punkte im Durchschnitt lang ist, dass die dann halt irgendwie mir 100 Punkte irgendwie einfährt. Das funktioniert so nicht. Dann muss ich hingehen und muss halt dann auch entsprechend die Timeframes schachteln und muss dann gucken, was kommt als nächstes. Und das war jetzt halt eben die 15-Minuten-Kerze. Mal gucken, wie die geschlossen hat. So, das ist doch auch ganz deutlich, kann man doch hier sehen. Das war das Low von der letzten 15 Minuten Aufwärtsbewegung. Hat genau drauf geschlossen. Ganz typisch. Das heißt, hier gibt es einfach Jungs und Mädels, die halt im 15-Minuten-Chart das aufrechterhalten wollen. Und aber jetzt sind aber die dran, die den Stundenchart handeln. So, und die machen nichts anderes. Die versuchen das auch. Und deswegen haben wir jetzt hier einfach den Punkt. Und deswegen ist der halt jetzt auch wichtig. Und wenn er jetzt darüber schließt,
Dann kommen wir als nächstes, nämlich zum 4-Stunden-Chart. Die wird um 12 Uhr fertig. Und wobei das dann natürlich schon so ein bisschen Wette ist, ja, weil der hat noch nichts gemacht, ja, der 4-Stunden-Chart. Der hat nämlich das gleiche Problem, dass er auch erstmal hier über dieser Bewegung halt hier auch nochmal irgendwo schließen muss, um dann halt wirklich weiter nach Norden ziehen zu können. Wenn das aber gelingt, wenn jetzt also 4 Stunden auch irgendwo hier in dem Bereich halt schließt, also über 12.250, 12.260, und dann steigen die Chancen natürlich immens, dass das Ding nach oben geht. Und das auch möglichst relativ schnell. Aber gilt halt auch, da muss man danach genauso wieder anfangen, nach 12 Uhr. Das heißt, sie muss in 5 Minuten anfangen, hoch 15 Minuten, 30 Stunde und dann wieder 4 Stunden. Und das muss alles zusammenpassen. Und nur, wenn man das hinkriegt, und das ist nicht so ganz einfach, ja, also das braucht schon viel Übung, aber nur, wenn man das hinkriegt, und dann ist man auch in der Lage, mit eben so kleinen Stops wie jetzt 5 Punkten, dann auch mal solche Strecken von 170 Punkten mitzunehmen. Sonst funktioniert es nicht ganz klar, weil dann muss man auf den 4-Stunden-Chart gehen oder auf den Tageschart und muss dort auch die Stops suchen, also beziehungsweise dort halt seinen Stop setzen. Und das würde halt bedeuten, hier im 4-Stunden-Chart, ich mache es mal ein bisschen größer hier, wenn ich also sage, ich gehe hier long, weil ich glaube, wir sehen nochmal 12.400 und mache ansonsten heute nichts mehr, dann kann ich das hier machen, keine Frage. Dann gehört mein Stop hier unten drunter, ganz klar. Und mein Exit da oben hin. So, kann man so machen. Dirk, Aber hier long und glauben, der läuft da hoch, ja bitte. ganz kurz, und zwar zwei Fragen, damit wir es gleich mit einem Aufwasch machen. Zum einen, was bedeutet der weiße Hintergrund da auf den zwei Kerzen, wo du da hast, hier im Chartbild? Das kannst du gleich mal kurz sagen. Und dann noch eine Frage, die Pullback-Fill-Order. Kann man den Rücklauf einstellen oder hat er eine bestimmte Mindestvoraussetzung oder eben gibt es da eine einstellbare Toleranz, wann die Order ausgeführt wird? Die zwei Fragen. Das hier ist einfach nur die Range zwischen 8 und 9 Uhr. Da Ja, die ist strich. einfach nur hervorgehoben. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, ist die weg. Da werden auch meine Future Close und so weiter angezeigt. Einfach nur hier auf Symbol klicken und der zeigt mir halt eben an, wo die Eröffnung war vom Future. Also es ist halt eigentlich nur zur Orientierung eben. Ne? Und im Dow Jones gibt es auch so einen Bereich, der geht, glaube ich, dann von 15 bis 15:30 oder von 14:30 bis 15:30. Ist einfach nur, um sich ein bisschen besser zurechtzufinden. Und was die Limit Pullback angeht, ja, kann man einstellen, klar. Also ist voreingestellt mit einem Punkt und kann man aber einstellen, wie man möchte. Das heißt, ich kann genauso gut dann für Swing Trading dann sagen, ja, gut in dem Bereich. Aber erst bei einem Rücklauf von 25 Punkten kann ich genauso gut machen. Dann sage ich dem 25 Punkte und dann zieht er die so lange runter, bis halt eben ein Rücklauf von 25 Punkten da ist. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Weiß nicht. Der Markt dümpelt so ein bisschen rum, aber interessant ist Ja. ja, dass die grüne Supportzone hier am Future Open da tatsächlich so ein bisschen umkämpft, will ich mal fast sagen. Da auf jeden Fall versucht seinen Halt zu finden. Da hast du ja vorhin den kurzfristigen Long ja exakt abgestaubt. Ja. Und die 12-Uhr-Kerze, die wird interessant sein und bleiben. Die werden wir uns dann im Nachgang anschauen. Wie gesagt, für alle, die jetzt noch neu dazugekommen sind, wir werden jetzt dann hier noch eine gute 20 Minuten vielleicht machen, Viertelstündchen, bis nach 11. Es sei denn, es passiert hier noch schöne Action. Und dann werden wir uns 14:15 wieder treffen an dieser Stelle mit demselben Link. Das nochmal als Info für den Nachmittag, liebe Leute. Da werden wir dann nochmal circa 2, 2,5 Stunden nochmal auflegen, um die US-Session sozusagen mitzunehmen und auch mal zu schauen, was der DAX denn so gemacht hat und insbesondere, wie die 12-Uhr-Kerze dann sich ausgegangen ist letztlich, ne? Ja, da bin ich auch immer noch gespannt, ja. Aber hier sieht man ja halt auch, ne, wie ich vorhin gesagt habe, hier der Pivot Main auf Stunde, das ist ein ganz normaler Anlaufpunkt, das war ja wirklich eine Sache, die hat ja tickgenau funktioniert. Und das ist typisch halt. Und deswegen, das sind so Sachen, die helfen halt beim Suchen vom Einstieg. Was nicht heißt, ja, wenn er da hinkommt, geht man long, das natürlich nicht. Aber halt eben, um solche Punkte abzupassen und hier auch ganz nett eben als Übertreibung von der Grünen hier. Das kann man dann schon mal machen, das ist halt relativ risikolos. Ja, aber wir sind ja auch eigentlich soweit durch, ne? Zeitlich glaube ich, jetzt erstmal für die Morning Session. Ja, wir haben gute 2 Stunden jetzt eigentlich abgeliefert.
Im Prinzip, wie gesagt, geht ja immer so also wir haben da jetzt vom Zeitfixum haben wir ja immer gesagt, so 2, 3 Stunden, je nachdem, wie es passt halt im Grunde genommen. Aber letztlich haben wir jetzt die Morning Session sozusagen vollzogen. Die guten 2 Stunden sind eigentlich rum. Und wie gesagt, je nach Action können wir uns jetzt noch das Ganze ausdehnen. Ich will vielleicht kurz die Gunst noch nutzen, ob jemand Fragen hat von den Teilnehmern direkt an den Dirk. Wie gesagt, ich habe einen Großteil der wichtigen Fragen. Manche haben sich auch überschnitten, beziehungsweise gingen in die gleiche Richtung. Wer da jetzt noch eine Frage jetzt spontan am Vormittag hat, wie gesagt, am Nachmittag 14:15 machen wir weiter. Für mindestens 2 Stunden bis 16:15, vielleicht 16:30, dann düngt natürlich auch der Markt in den USA auf jeden Fall aus, beziehungsweise gut, dann gehen die dann 17, 18 Uhr auch in die Mittagspause. Also insofern werden wir mal sehen, was wir da am Nachmittag nochmal mitnehmen können. Jetzt ist es natürlich so, wir nähern uns der deutschen Mittagszeit, deswegen war oder ist uns wichtig, hier 8:45 bis 10:45 plus abzudecken. Wie gesagt, 11:15, 11:30, wir hatten auch schon mal bis 12, aber da gab der Markt natürlich auch jetzt mehr her. Jetzt sehen wir hier, nach der IFO-Action um 10 Uhr ein Stück weit rücklaufen. Jetzt konsolidiert er da so und ich würde fast vermuten, das könnte auch so bleiben, Dirk, erstmal die nächsten Stunden, oder? Ja, Man klar, weiß es also nicht. Du willst dich da nie festlegen was? auf ein klares Nee. Statement. Völlig verständlich. Ungerne. Ich muss ja nur gucken, dass ich irgendwas da rausziehe. Der Rest ist ja total egal. Also das ist, also ich meine, meine Vermutung oder meine Tendenz habe ich abgegeben. Ne? Und die ist nach oben. Und ich sehe halt hier schon nach wie vor Squeeze-Potenzial. Aber dazu muss entsprechend der 4 Stunden muss es natürlich auch mal angehen. Der hat jetzt noch irgendwie eine Stunde Zeit. So im H1, also im Stundenchart, sieht das ja alles gut aus. Der muss jetzt nur hier drüber schließen. Und dann hat er erstmal seinen Job gemacht. Das heißt aber nicht, dass der ab hier sofort hier die Reise starten muss. Der kann trotzdem runter. Also das ist jetzt nicht unbedingt sofort ein Trigger. Also der kann funktionieren als Trigger. Kann man auch machen, wenn man das unbedingt machen will, ja. Aber heißt trotzdem nicht, dass er nicht trotzdem nochmal nach unten ein Stück weit kann. Was allerdings nett wäre, ja, um da ganz kurz noch was anzufügen, was wir am Anfang auch hatten. Ich hatte den Hammer thematisiert. Wenn er jetzt aber hier in Schwarz schließt und wir haben dann einen Shooting-Star auf 1 Stunde, das wäre schon fast wieder long. Also Also, antizyklisch schon ein bisschen frech dann an dieser Stelle. ja, weil es halt, also wie gesagt, ich habe den ganzen Quatsch halt echt, ich habe so viel getestet, einfach durch einen Backtest geschickt da eben auch. Aber das sind. Und jetzt nicht grundsätzlich, ja, beim Lehrbuch steht, das ist short, da gehe ich jetzt long. Natürlich nicht, ja. Aber halt, aber oft ist es so, dass die Erstreaktion echt genau in die Gegenrichtung tatsächlich dann halt ist. Das ist leider ganz oft so. Aber die Statistik, na, die hast du mehr auf die Stunde, also Intraday-Bereich bezogen mit den Candlestick-Umkehrgeschichten oder hast du das auf Tagesbasis ausgewertet? Hauptsächlich ja Alles Intraday, Mögliche. oder? Alles Mögliche. Also selbst wenn du halt einen Einstieg ja findest, die Frage ist immer, wo geht es denn wieder raus? Ja, also wenn ich am Shooting Star irgendwo halt short gehe, dann mein Stop gehört dann oben drüber. Ja, wie oft ist es so, dass der da mal als allererstes hinläuft? Und dann ist ja die nächste Frage, wo gehe ich raus? Also und Ist da habe ich richtig. halt versucht, dann natürlich einen Trend irgendwo einzufangen und da kommt dann nichts mehr raus. Vielleicht gibt es da eine bessere Logik, wann man da wieder rausgeht nach dem Shooting Star. Ich kenne keine. Ja, Also das kann man mal separat thematisieren. Wie gesagt, gibt es auch den Formationstrader und andere Teilnehmer, die da eben auch spezifiziert sind. Aber eine Frage noch, kann man, aufpassen, Dirk, nochmal hier eine spezielle Frage, kann man beim Single-Hedge-Modus die einzelnen Orders auch mit einem Limit-Pullback mit einem RV machen, aber nur die letzte Order? Hast du das verstanden? nee, aber grundsätzlich kann man dort natürlich auch genauso gut Limit Pullback setzen. Klar. Was ist das VPS Strato? Ach so, das ist ein virtueller Server. Wie funktioniert dieser? Das heißt, die Handelsplattform hast du auf dem Server drauf laufen wahrscheinlich, oder? Genau. Das ist noch eine Ja, die Frage. läuft auch auf VPS, ja. Genau, das heißt, du klingst dich, egal wo du bist, auf deine Plattform ein und fertig. Genau. Genau, das ist das Komfortable an solchen virtuellen Servern, dass der Dirk praktisch von überall aus sein Office sozusagen hat, seine Station, seine Trading Station, um da zu arbeiten. Und genau, das ist der Anbieter sozusagen. Ja. Auch wegen Automation, also wenn was über Nacht durchläuft, zum Beispiel mit einem Trail und dann kann mit meiner Internetleitung passieren, was da will. Ich musste auch meinen Computer nicht anhaben, sondern es läuft dann eben dann auf dem Server. Und dafür natürlich halt auch ganz klar, nicht ganz unwichtig. Alexander, SEO Trader werden wir Anfang August launchen bei uns.
Das als Info. Der Launch ist Anfang August geplant und der Dirk arbeitet ja auch Das an der war MetaTrader 5-Version, den wir dann auch noch in Kürze launchen. Also da wird es einige Pakete geben und als Kunde, Alexander, bleibst du da ohnehin informiert. ja, da Ansonsten. war ja noch die Frage, wo findet man das Ding? Einfach auf www.stereotrader.net zurzeit. Da kann man Und sich aber dann, demotechnisch, genau, oder auch oder beziehungsweise Lesetechnisch. demnächst ja dann auch bei JFD auf der Homepage Ganz mal. genau, das werden wir auch integrieren. Peter, VPS-Server, die kannst du auch über JFD ordern. Also je nachdem, was man da aufsetzen will, bieten wir auch Möglichkeiten, da VPS-Server anzubieten. Ansonsten, der Dirk hat jetzt den VPS-Strato, ist ja ein klassischer Anbieter, Internet-VPS-Server. Was bezahlst du da, Dirk? Kannst du das sagen? Im Monat oder was? Gute Frage. Ich Weißt du glaube, gar nicht. so um die, ich weiß wirklich nicht genau, 30, 35 € sowas. Genau, es geht ja Ich auch habe immer aber um jetzt auch nicht, Space. ja, ich habe da auch nicht die kleinste Version jetzt, also, sondern ich habe da halt irgendwie 8 GB und kann da auch schon einiges laufen lassen parallel. Also, das ist wie gesagt nicht die kleinste. Es geht auch günstiger, aber man sollte ohnehin da nicht unbedingt das Billigste nehmen, das ist klar. Also, und warum jetzt Strato? Da mag Weil man dir ja die auch Werbung sagen, so gut ja, gefällt. sitzt ja weit weg, aber ist halt verlässlich. Ich bin da irgendwie schon ewig Kunde und es hat auf Anhieb funktioniert und ich dachte, komm, das passt. Genau. Wie gesagt, die VPS-Server, die sind ja da konsequent 24 Stunden drin. Und das ist natürlich beim MetaTrader wichtig, wenn da, gerade wie Dirk ja auch sagte, irgendwelche Trails mitlaufen oder die Software oder auch der Algorithmus oder der Expert Advisor, der muss natürlich 24 Stunden laufen. Also sobald der disconnected ist, also der MetaTrader nicht online, da geht da auch nichts mehr mit automatisierter Stop-Nachlegung, Nachziehung, Stop-Trailing, das muss natürlich dann immer gewährleistet sein. Entweder lässt man seinen Heimrechner konsequent an oder man hat eben VPS-Server, der das managt und dafür nutzt Dirk den. Unter anderem neben natürlich dem Komfort, dass du eben von überall aus auf deinen VPS-Server zugreifen kannst und dann praktisch deine Plattform, deine Tools und alles schon vorgefertigt hast, ohne es immer neu installieren zu müssen. Genau. Macht ja auch Sinn. Okay, dann haben wir es im Prinzip. Jetzt haben wir gut die 2 Stunden auf jeden Fall nach oben auch aufgebrochen, wie es dann meistens so ist. Ansonsten gab es jetzt keine weiteren Fragen. Das Feedback, super, danke, haben wir hier durch die Bank weg. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, das freut mich. Wie gesagt, Dirk hat ja auch hier heute spontan mit dem einen oder anderen Abzug sozusagen auch wieder mal den Markt seiner Art und Weise natürlich hier beschnitten, also sich rausgeschnitten, was es da zu holen gab. Und wer denn wünscht, liebe Leute, oder möchte viel mehr, da kann natürlich dann, wie gesagt, heute Nachmittag 14, 15 dazu stoßen. Selber Link. Dirk und ich werden euch wieder die Ehre geben. Ich freue mich auf jeden Fall, Dirk, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt hast du dir erstmal eine Mittagspause verdient, beziehungsweise erstmal einen Marktscreen für heute Nachmittag dann noch. Da wollen wir mal sehen, was du uns da vielleicht sozusagen noch darbieten kannst. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit jetzt hier am Vormittag. Sag allen Zuschauern auch an dieser Stelle danke. Wir würden jetzt in die Pause gehen. Aufzeichnung, wie gesagt, gibt es. Die werden wir dann auch hochladen, aber Komprimierung dauert dann immer ein Stück weit, ehe es online ist, aber das werden wir machen und heute Nachmittag ganz genauso. Insofern wünsche ich euch, liebe Leute, erstmal eine schöne Mittagszeit. Ist natürlich noch ein bisschen früh, seid jetzt noch ein bisschen produktiv, aber würde mich freuen, wenn wir uns heute Nachmittag dann wieder hören, wieder sehen. Dirk, danke an dieser Stelle. Ja, Ja. ich bedanke mich auch. Spaß gemacht. Super, auf jeden Und Fall. machen wir heute Nachmittag weiter. Machen wir heute Nachmittag weiter. Ich, wie gesagt, gehe dann gleich hier offline, schalte alles aus und dann sehen wir uns heute Nachmittag wieder. Aber vielen Dank, liebe Leute, und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Dirk, bis später und erstmal jetzt eine entspannte Redepause für dich. Danke. Bis Ciao später. dabei.